Sehr geehrte Damen und Herren, als Vizepräsident für Forschung der Justus-Liebig-Universität darf ich Sie heute Abend ganz herzlich zum letzten von 6 Vorträgen der Ringvorlesung des Präsidenten im Wintersemester 2021/2022 begrüßen. Wir melden uns hier noch einmal digital aus der Aula der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das Thema lautete Wirtschaft neu denken, die Grenzen von Markt und Wachstum mit dem Untertitel Auf dem Weg zu einer gerechten Wirtschaftsordnung. Die Reihe wurde von Professor Leggevi eröffnet, die mit seiner Auftaktveranstaltung den thematischen Bogen spannte. Verschiedene Blickrichtungen auf das Thema gaben Luisa Neubauer, Professor Neumärkter, Nicole Beer und Janine Wissler. Zum Abschluss nun haben wir heute Herrn Professor Dr. Michael Hüther zu Gast, den ich schon sehr herzlich begrüßen darf. Er ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Er wird über die Perspektiven der Marktwirtschaft, Freiheit in der Wohlstandskrise referieren. Bevor ich an den Moderator Professor Alexander Haas abgeben darf, erlauben Sie mir noch ein paar Worte des Dankes. Ein besonderer Dank gilt der Gießener Hochschulgesellschaft, durch deren finanziellen Zuschuss das Format erst möglich wurde. Einen großen Dank gibt selbstverständlich auch dem gesamten Technikerteam, sei es extern oder die Menschen im Hochschulrechenzentrum. Alle Beteiligten der Präsidialbüros, die sich eingebracht haben, noch einmal herzlichen Dank. Und natürlich unserem Präsidenten, Professor Mukherjee, als Veranstalter dieser Reihe und der sich heute aus Terminüberschneidungen entschuldigen lässt. Und natürlich auch einen großen Dank an Professor Alexander Haas. Er hat die Professur für Marketing und Verkaufsmanagement inne und ist Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität hier in Gießen. Er ist der Koordinator der diesjährigen Reihe und der Moderator. So darf ich dich nun bitten, heute unseren Referenten vorzustellen und uns durch den Abend zu führen. Bitte sehr, Alexander. Ja, vielen Dank, lieber Martin. Auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen heute Abend für all Sie, diejenigen, die dort vor den Bildschirmen wieder sitzen. Und auch wieder gleich der Hinweis, Sie haben natürlich auch wieder die Möglichkeit, heute Abend Fragen dort, wo Sie sind, an uns zu schicken. Und die würde ich versuchen, hier einzubinden. Bitte sehen Sie mir es nach, wenn es nicht wörtlich so ist, wie Sie es fragen und vielleicht einige Sachen zusammengefasst werden. Aber wie gesagt, die eigentliche Idee ist, dass ich Sie ermuntern möchte, auch Fragen zu stellen. Denn wir haben einen ganz spannenden Gast bei uns und insofern erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Hüther. Es freut mich sehr, dass Sie den Weg hierher geschafft haben und wir vor allen Dingen hier zusammen dann nachher noch diskutieren können. Und ich darf Sie zunächst einmal vorstellen. Sie haben ja eben schon gehört, Herr Kollege Hüther ist seit 2004 Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und mittlere und neuere Geschichte hier an der JLU und war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. 1990 wurde er promoviert hier im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Ab 1995 war er Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wurde 1999 Chefvolkswirt der DK Bank. Seit 2001 ist er Honorarprofessor an der European Business School und 2016-17 sowie 2019 und 2021 war und wird vielleicht dann demnächst wieder Adjunct-Professor an der Stanford University. Er erhielt 2009 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ferner ist er Kurator des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Aufsichtsrat der Allianz Global Investors, der SRH Holding und des TÜV Rheinland sowie Mitglied diverser Regierungskommissionen. Und jetzt könnte ich hier noch ganz lange so weitermachen, aber dann wäre der Abend auch schon zu Ende. Insofern übergebe ich Ihnen lieber die virtuelle Bühne, Herr Hüther. Wir freuen uns, dass Sie da sind und die Bühne ist Ihnen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Vizepräsident, Herr Dekan, für die Einladung und danke auch an den Präsidenten. Es ist immer wieder eine Freude, auch an die Alma Mater aus solchen Anlässen zurückkehren zu dürfen. Ja, meine Damen und Herren, der Titel wird Sie vielleicht etwas wundern, Freiheit in der Wohlstandskrise. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Nun,
Das Ganze, was wir als Wirtschaft erleben, kommt uns entweder als System daher, so habe ich es auf der Herfahrt im Radio gehört, als über ein Buch diskutiert wurde, das Perspektiven der Wissenschaftsgeschichte aufzog und dann mal wieder der Begriff Kapitalismus fiel. Und dieser Kapitalismus irgendwas aus sich heraus mit uns macht und möglicherweise meistens die Konnotation uns überwältigt. Gleichzeitig gilt aber, dass es ein Wirtschaftssystem ist, die marktwirtschaftliche Ordnung, die wir ohne die Freiheit des Einzelnen nicht denken können. Und insofern ist sie eine moderne Erfindung. Sie ist ein typisches Modernisierungsphänomen. Wenn man die große Phase des Beginns der Modernisierung zwischen 1750 und 1850, von Reinhard Koselleck auch Sattelzeit genannte Periode, nimmt, aus der heraus die großen Pfade der Selbstermächtigung des Menschen technisch, aber vor allen Dingen intellektuell, aber auch politisch, demokratisch den Weg genommen haben. Und insofern ist mir ganz wichtig, dass diesen Punkt auch an den Anfang zu setzen. Marktwirtschaft hat etwas mit den Menschen zu tun, nicht nur als eine Zumutung an den Menschen, sondern auch ein Zutrauen an den Menschen. Und es beginnt bei den Menschen in einer Zeit, in der individuelle Freiheit möglich wurde und in der auch gedacht werden konnte, dass individuelle Freiheit etwas mit gesellschaftlichem Vorteil zu tun hat. Das alles funktioniert nicht ohne Zuweisung von Verantwortung und es funktioniert auch nicht ohne Zusprechen von Vertrauen und ein gewisses Maß an Stabilität in eine Ordnung. Und die Frage ist, wo stehen wir heute? Wo bewegen wir uns hin? Was heißt das in Zeiten der Unordnung, wie wir sie erleben? In Zeiten umfassender Herausforderungen, die sich insbesondere klimapolitisch ergeben, für diese konzeptionellen Grundlagen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, daran zu erinnern. Konzepte, die, so der britische Historiker Quentin Skinner, mit einer Geschichte zu tun haben, die bis zur Gegenwart durch den Widerstreit von Ideologien auch charakterisiert ist, entziehen sich ganz notwendigerweise einer umfassenden, allgemeinen, vor allen Dingen zeitunabhängigen Definition. Wir müssen irgendwie versuchen zu verstehen, wo kommt der Gedanke her und welcher Gedanke im Grundsatz den Weg auch nach vorne weist und was möglicherweise heute davon noch eine Relevanz haben kann. Um das ein bisschen zu beleuchten, will ich in den nächsten 35, 40 Minuten ein paar Hinterleuchtungen vornehmen. Am Anfang die Einordnung, die ich schon historisch, dogmenhistorisch oder wissenschaftsgeschichtlich, wie immer Sie mögen, gerade habe anklingen lassen, nämlich dass etwas zu tun hat mit einer Philosophiegeschichte, mit einem Aufbruch zur Moderne, zum Selbstverständnis kompetenter, handlungsfähiger, freiheitsfähiger und verantwortungsfähiger Menschen im späten 18. Jahrhundert. Wir haben eine Wirtschaftsordnung über die Zeit hinweg erlebt mit Erfahrungen und Enttäuschungen und wir reden heute über Herausforderungen und über Überforderungen. Was bleibt also von einer Wirtschaftsordnung, die in der Moderne ihre Entwicklungsphase durchlebt hat? Worauf antwortet sie heute? Es ist etwas völlig anderes als die Antwort, die damals zu geben war. Das ist der erste Punkt. Und dann ist es immer auch mal, glaube ich, ganz hilfreich, das, was wir in Deutschland als soziale Marktwirtschaft erlebt haben, als besonders historisch-politisches Konzept dieser Republik, als Teil ja auch unserer Identitätsgeschichte zu hinterfragen, mit Blick auf das gegebene Versprechen. Welche Versprechen sind eigentlich eingelöst worden und wie welche Reaktionen? Also der Blick auf die Erfahrung. Und dann 3 bis 5 sind im Grunde Betrachtungen von Grenzgängen, von Limitationen, von Begrenzungen dessen, was wir im Bereich der aktuellen wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen und der geopolitischen Lage festzustellen haben. Und was heißt das für die Wirtschaftsordnung, für die Wirtschaftspolitik? Sie merken also, es wird ein etwas bunter Strauß. Und das reduziert für mich auch und auch für Sie vor allen Dingen als Zuhörer das Risiko einer typisch deutschen Gründlichkeit und Betrachtungsweise. Wie hat es doch so schön der Schriftsteller Matthias Politiki genannt, Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen so gründlich zu betreiben, bis alle schlechte Laune haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie dann nachher gute Laune haben, wenn ich fertig bin oder wenn wir diskutiert haben, aber ich habe zumindest den Vorsatz, Ihnen nicht durch eine solche Gründlichkeit schlechte Laune zu bereiten. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der angeklagte Mensch des 18. und des 21. Jahrhunderts, Verantwortung im Regime der Freiheit. Warum ist das so wichtig? Ich hatte schon deutlich gemacht, modernes Wirtschaften
vernetztes Wirtschaften, Wirtschaften vor allen Dingen, das über Märkte eine gewisse Form auch der Objektivierung von Transaktionen, von Geschäftsbeziehungen erlebt, ist halt ohne den Einzelnen, ohne seine Handlungsfähigkeit und seine Bereitschaft, auch die Verantwortung seines Tuns zu tragen, nicht zu denken. Das alles fängt an mit einem aufklärerischen Freiheitsbegriff, wie wir ihn beispielsweise bei Thomas Hobbes finden, der die Freiheitsverpflichtung des Einzelnen sehr deutlich artikuliert hat. Ein Mensch, ein freier Mensch ist, wer nicht daran gehindert wird, Dinge nach seinem Willen zu tun, zu denen er aufgrund seiner Kraft und seines Verstandes fähig ist. Im Leviathan lesen wir das. Das, was uns oft ja mit Hobbes ins Unreine bringt, ist die Vorstellung, dass es hier letztlich einer absolutistischen Herrschaft bedarf. Aber die andere Seite seiner Erläuterungen, seiner Philosophie, weisen genau auf diese Sicht des Einzelnen hin. Was heißt eigentlich Freiheit? Und Thomas Hobbes würde sagen, Freiheit hört nicht dann auf, kraftvoll von Bedeutung zu sein, nur weil die Handlungsalternativen sich zwischen Regen und Traufe als wenig attraktiv erweisen. Nicht? Ein schönes Zitat von ihm, wenn ein Landräuber Kutsche anhält und sagt, Geld oder Leben, dann sind die Alternativen unterschiedlich attraktiv. Aber es sind Alternativen und Sie können entscheiden. Was er mit der Zuspitzung an diesem Beispiel meint, ist, wir sind auch dann unserer Verantwortung willentlich zu entscheiden, nicht enthoben, wenn die Umstände widrig sind. Wir sind auch dann unserer Verantwortung für uns und für das, was aus uns für andere wird, nicht enthoben, nur weil das politische System ein anderes ist. Und so sehr die Demokratie, wie Paul Kirchhoff es formuliert, der Freiheit verpflichtet und die Bürger in ihr zur Freiheit berechtigt sind, so würde Thomas Hobbes hinzufügen, diese Freiheitsberechtigung setzt aber auch die Annahme dieser Chance voraus, lebt davon, dass wir nicht in die Büsche gehen, wenn es schwierig wird. Freiheit verpflichtet uns im gewissen Sinne dazu, diese Freiheitsberechtigung auch anzunehmen und ernst zu nehmen. Das ist der eine, ich kann hier keine philosophiegeschichtliche Vorlesung halten, aber ich will nur deutlich machen, das ist der eine gedankliche Strang, der uns wichtig sein muss. Und der andere kommt von Martin Luther. Von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt er, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ja, was denn nun? Was Martin Luther damit meint ist, und das passt natürlich zu seinem reformatorischen Aufbruch gegen eine erstarrte Amtskirche, gegen eine ritualisierte Amtskirche, ist, dass die christliche Freiheit eine Freiheit ist, die Christus dem Menschen zuspricht, die nicht durch Dienst irgendwelcher Art, durch Liturgien, durch Messopfer und Sakramentenlehre erst entsteht, sondern dadurch, dass in der Gläubigkeit des Christen die Zusprache des an den Gläubigen geschieht und damit auch eine sozusagen Freiheit in diesem Glauben angelegt ist. Und dieses sola fide, also vertrauensvoll, der göttlichen Gnade öffnet sich der Mensch und Gott spricht die sola gratia zu, liegt eine wesentliche Voraussetzung für jene Aufklärung, die dann der ökonomischen Neubestimmung voranging, nämlich den Menschen in seiner Verantwortung zu sehen. Und es ist ja nicht von ungefähr, nicht unplausibel, dass die großen Ökonomen, die am Anfang dabei waren, alles Moralphilosophen waren, alles Pastoraltheologen, wenn man so will, ob es Adam Smith oder David Hume oder John Miller oder die anderen. Und das führt dann zu einer Weiterung, die in dieser Zuspitzung ganz besonders gelungen, wie ich finde, und eingängig formuliert ist von Odo Marquardt, dem früheren Gießener und langjährigen Philosophen und sicherlich einer der bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts in unserem Land, dem Aufsatz der angeklagte und entlastete Mensch in der Philosophie des 18. Jahrhunderts. Was er dort herausarbeitet, ist, dass diese Freiheit, die Ermächtigung, die Kompetenz des Einzelnen zu handeln, willentlich zu handeln, Verantwortung dadurch zu tragen, auch bedenkliche Folgen hat. Nicht nur in dem Sinne, dass es widrige Umstände gibt, sondern dadurch, dass wenn der Mensch zuständig ist, er auch die Verantwortung für den Zustand der Welt hat. Und die Theodizee von Leibniz, die beste aller möglichen Welten ist die, die wir haben, die wir auch selbst gestalten, ist in unsere Hand gegeben. Also wir sind nicht mehr irgendwelchen Heilsversprechen, irgendwelchen Heilsperspektiven anheimgegeben, sondern wir handeln selbst. Und das ist in der Philosophie im Grunde mit breiter Front beantwortet worden, als die Frage, ist das eine Überlastung des Einzelnen?
Das finden Sie bei Udo Marquardt, Sie finden es bei seinem Gießener Kollegen in der Frühzeit, Hans Blumenberg, in ähnlicher Weise, nämlich die Entlastung, die der Mensch vom Absoluten sucht, die Entlastung vom Absoluten in der Zuständigkeit für die Welt. Und Marquardts Antwort ist, oder Hinweis ist, daraufhin hat es eine neue Bestimmung des Menschen gegeben, in seiner Rolle, in seiner Verantwortung für diese Welt, nicht Zuschauer zu sein, nicht einem Heilsplan zu folgen, sondern selbst handeln zu müssen. Das kann aber jeder nur in begrenzter Form. Und deswegen gibt es seine These, drei intellektuelle Antworten, damit umzugehen. Die eine ist die Formulierung von Schutzrechten. In der Aufklärung und in den Revolutionen werden Menschenrechte deklariert am Ende des 18. Jahrhunderts. Und Menschenrechte sind ja nichts anderes, als dem Einzelnen einen Raum der Unbelangbarkeit zu geben, einen Schutzraum zu geben. Der aufklärische Gedanke der Freiheit, der Selbstbestimmung und der Schutzbedürftigkeit reift quasi zum Institut universeller Menschenrechte, wie sie im Schoße der Französischen Revolution entstanden sind und wie sie ja quasi in einem transatlantisch-philosophischen Diskurs von Kant, Hobbes, Locke, Rousseau und Thomas Jefferson begleitet und mitkonzipiert wurden. Das ist die eine Antwort. Die zweite ist die Musealisierung der Welt. Wenn man die Welt als etwas Selbstgestalterisches nimmt, kann man die Welt auch in Erinnerung behalten. Dann ist es auch wert, darüber nicht nur in Kirchen nachzudenken, sondern in Museen, in öffentlichen Museen. Und erstmals entsteht auch der Begriff Fortschritt. In der Sattelzeit, wie von Korselek eingangs erwähnt, finden ja Begriffswandel statt. Nation wird auf einmal von Stamm zu einer Volksgemeinschaft, wenn man das deutet. Staat wird zu dem, was wir heute kennen. Und Ökonomie wird aus der betriebswirtschaftlichen Hauswirtschaftslehre zum Verständnis einer Gesamtwirtschaft. Und genauso gilt es auch, dass der Begriff Fortschritt entsteht. Fortschritt kann es ja nicht geben, wenn alles vorbestimmt ist, aber wenn der Mensch selbst handelt, kann er daran arbeiten. Und da kann man viele Zweifel haben und dann geht auch vieles schief. Aber die Hoffnung, dass der Mensch sozusagen selbstermächtigt Dinge tun kann und die auch ganz sinnvoll tut, werden vielleicht dann plausibler, wenn man die dritte Antwort mit ins Bild nimmt, nämlich den Utilitarismus und seine Anwendung in der modernen Nationalökonomie. Wenn so etwas als System wirkt, wenn nicht die Motivlage des Einzelnen entscheidend ist für seine Ergebnisse, sondern das System, das in diesem marktwirtschaftlichen Mechanismus, im Wettbewerb, die Koordinierung letztlich von vielen, vielen dezentral getroffenen Entscheidungen über Preissignale Gang setzt, Rückwirkungen, Anpassungen in Gang setzt, genau das, was wir beispielsweise heute mit dem CO2-Preis ja auch tun, nichts anderes als einen Preis zu setzen, weil wir glauben und weil wir davon ausgehen, gut begründet davon ausgehen können, es gibt Anpassungen daran. Dahinter steht aber die Idee, dass man auch aus dem, was sozusagen das Übel in der Welt ist, etwas Positives wenden kann und dass man die Dinge nach vorne bewegen kann über die Metapher der unsichtbaren Hand, wie sie viele vielleicht kennen. Das ist eine Metapher, die man auch nicht überbewerten darf, aber sie macht genau diesen Gedanken deutlich. In der Nationalökonomie ist es der Anfangskern. Ja, und so stehen die beiden, die man hier noch erwähnen kann, besonders David Hume und Adam Smith, nebeneinander friedlich und ergänzend an der National Portrait Gallery in Edinburgh. David Hume, der noch viel stärker vielleicht die Idee des Common Sense of Interest betroffen diskutiert hat, also den gemeinsamen Sinn für ein gemeinsames Interesse, das jeder Gesellschaft ausbilden muss, einer Gesellschaft, die nicht vom Heilsgedanken geprägt ist, sondern die sich selbst zusammenfindet. Und Adam Smith, der in seinen beiden Büchern im Wohlstand der Nation und der Theorie der ethischen Gefühle, die ja, wie wir heute wissen, mehr parallel geschrieben wurden und nicht hintereinander, auch wenn die Erscheinungsdaten so scheinen, immer wieder auch bearbeitet wurden, auch das zusammenführt. Auf der einen Seite die Idee, den freiheitsbefähigten Menschen verantwortlich handeln zu lassen über Märkte, die Koordinierungsversprechen von Märkten als Effizienzversprechen, gleichzeitig aber klarzumachen, dass wir so etwas brauchen wie ein System natürlicher Freiheit, das auch der Empathie, der Sympathie, des Mitdenkens für andere voraussetzt. Ansonsten wird dieses System nicht dauerhaft funktionieren. Soweit ganz skizziert, ich kann Ihnen nur den Aufsatz von Udo Marquardt, ein kleines Reklambändchen aus den 80er Jahren empfehlen, um dieses nachzuvollziehen. Wenn man das mal auf heute überträgt, dann ist meine zugespitzte These, dass wir in der Klimakrise nichts anderes erleben als eine Anklage des Menschen für etwas, was er im Einzelnen nicht überschauen konnte, als er 1930, 1940, 1950, vielleicht auch 1960 gehandelt hat. Dann fingen die Klimaforschungen an, aber bis es Öffentlichkeit errungen hat. Dass wir aber vor allen Dingen auch aus der besonderen Nutzung fossiler Energie in einer intensiven Art und Weise seit der Industrialisierung
in der anderen Form der Mobilität, der Eisenbahngewinnung, in der Form von städtischem Leben Energie ganz anders benötigen, Produktivität permanent als Steigerung auch dadurch kreieren, aber daraus natürlich auch eine Nutzung von Ressourcen verbunden ist, die die damals Handelnden so gar nicht erkennen konnten. Nicht, dass alles besser war und alles sauberer war, man möge sich nur die Lebensumstände in London im 17. Jahrhundert mal berichten lassen in der Literatur, aber es wird deutlich, dass wir zu einer ähnlichen Anklage uns gegenüber sehen, wir müssen reagieren. Und was könnten denn die Perspektiven sein? Meine These ist, ein System der Freiheit, das die Innovationsleistung des Einzelnen ebenso wie seine Anpassungsfähigkeit zu mobilisieren versucht, ist hier weiterhin die beste Antwort. Es ist eine Ethik. Marktökonomik ist eigentlich eine Handlungslehre. Es geht eigentlich darum, was kann ich verantwortlich tun? Wo sind die Grenzen dieses Systems? Wo muss ich andere Systeme wie Zivilgesellschaft, wie das Rechtssystem, wie das politische System bewusst in Gang setzen? Und Walter Eucken, der große deutsche Nationalökonom, hat mit dem Begriff der Konsistenz der Ordnung uns darauf hingewiesen, dass wir Dinge im Gesamtzusammenhang zu sehen haben, wenn sie auch wirken sollen. Und im Augenblick müssen wir so viel an so vielen Stellen gleichzeitig machen, dass der Gedanke der Konsistenz der Ordnungen nicht leicht zu erfüllen ist. Aber er ist jetzt dennoch wichtig, denn wir wollen einen hohen Wirkungsgrad erzielen. Und schließlich kann uns Orientierung geben, was John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit und vor allen Dingen in seinem zweiten Buch Justice as Fairness beschrieben hat mit dem Sparprinzip, in dem er gesagt hat, es gibt eigentlich drei Generationen. Und das Dumme ist, dass die mittlere Generation zwar in hoher Verantwortung für die künftige liegt, aber gebunden ist in den Fahrtabhängigkeiten der vorangegangenen Generation. Und das muss man berücksichtigen. Eine Generation kann nur das bewältigen, was auch ihre Freiheitsgrade aus den Vorfestlegungen, aus den Fahrtabhängigkeiten der Vergangenheit ermöglichen, was daraus denkbar gestaltbar ist. Das muss sie nach vorne weisen. Und insofern eine Anfangsthese in der gleichen Logik, nicht der angeklagte Mensch des 18. Jahrhunderts, auch der angeklagte Mensch des 21. Jahrhunderts, bei anderen Bedingungen, einer anderen Anklage, aber es geht um die Existenz der Welt, eine Antwort zu finden hat, die auch in der Marktlogik im Prinzip in der individuellen Verantwortung und Handlungskompetenz liegt. So lesen wir es übrigens auch im Jahreswirtschaftsbericht von Robert Habeck, der vor wenigen Wochen vorgelegt wurde, wo am Anfang steht, es soll die Marktlogik, die Markteffizienz so weit wie möglich genutzt werden und dort, wo es halt nicht trägt, machen wir das wie immer mit Ordnungsrecht oder mit anderen Signalen und die CO2-Bepreisung ist das zentrale Instrument. Wir brauchen dafür Technologieoffenheit, auch das ist, glaube ich, ganz offenkundig und zeigt sich aus dieser Perspektive. Nun ja, wenn man dann fragt, was hat die Wirtschaftsordnung uns denn gebracht, wie sind denn die Perspektiven, die aus den Erfahrungen sich ableiten, dann ist es wie immer im Leben, es gibt einmal gute Erfahrungen, es gibt Grenzerfahrungen, es gibt Scheitern. Aber wenn wir mal über alles das legen würden, würden wir doch auch sagen, die Demokratie ist das erfolgreichere System. Und meine zugespitzte These ist, Demokratie ist nur mit Marktwirtschaft zu denken. Also Marktwirtschaft muss demokratiekonform sein, aber beide kommen aus denselben normativen Gründen, aus den Modernisierungsprozessen, die vor 200 Jahren begonnen haben. Und da ist vielleicht der Blick ganz interessant, was die soziale Marktwirtschaft in Deutschland an Versprechen in sich getragen hat. Man darf nie vergessen, die soziale Marktwirtschaft hat zwei große Vorprägungen. Es ist das Erfahren der Hyperinflation in den 20er Jahren und dann in den 40er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide Weltkriege haben zu massiven Inflationsgeschehen geführt. Und wenn Sie in den Annalen Ihrer Familien mal nachschauen, es ist nicht ganz selten so, dass über Inflation mehr hinterlegt ist als über die Arbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise. Die Breitenwirkung hatte das Phänomen der Hyperinflation. Ich kann mich selbst erinnern, in dem kleinen Haus, im Fachwerkhaus im Harz, meine Urgroßeltern, mein Großvater, Jahrgang 1904, hat dann irgendwann 1924, 25 ein Zimmer mit Inflationsgeld tapeziert. Also Hyperinflation ist dieser Gesellschaft emblematisch eingeprägt durch solche Bilder. Die kennen wir alle auch aus den Schulbüchern, das Spielen mit Geld der Kinder nach der Währungsreform 1923, 1924. Das Gleiche, die Zigarettenwährung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so sagt Hartfried Münkler zu Recht, es ist ein Gründungsmythos der Republik, die Währungsreform, nicht die Verfassungsgebung, sondern die Währungsreform 1948, weil sie neue Möglichkeiten ergeben hat. Aber diese Hyperinflation sind deshalb so bedeutsam, weil sie gesellschaftlich nachwirken. Wir legen Geld anders an als die anderen Völker in der Welt, nämlich weniger effizient. Schönes Studienpapier von Schularik und Trebisch.
die deutlich machen, dass wir unter den G7 sozusagen am wenigsten ertragreich unser Geld anlegen, weil wir vor allen Dingen auf Sicherheit schauen. Also wir hätten gerne das Geld immer ganz sicher. Deswegen sind wir auch so bereit, Staatsanleihen mit negativen Zinsen zu nehmen. Wir sind quasi bereit, eine Verwahrgebühr zu zahlen. Vor allen Dingen, das Geld kommt irgendwie wieder, es bleibt sicher. Zweite Phänomen, Venture Capital Lücke. Es gibt kein Risikokapital in Deutschland, wie in anderen Ländern, wie in angelsächsischen Ländern oder auch Ländern um uns herum. Und die Schuldenbremse, nun ein paar, die meine Äußerungen dazu kennen, wissen, wie skeptisch ich sie nicht im Grundsatz, aber in ihrer Ausgestaltung finde, ist ja auch in der Zuspitzung wieder typisch deutsch. Das macht einem richtig schlechte Laune, wenn man so will, so gründlich haben wir es gemacht. Das sind Nachwirkungen der Wirtschaftsordnung, die sich aus der Hyperinflationserfahrung erklären lassen. Das andere ist die Weltwirtschaftskrise, die vor allen Dingen im Fachdiskurs gewirkt hat. Da haben Ökonomen wie Walter Eucken, Franz Böhm, Juristen und andere darüber diskutiert, wie kann es denn sein, dass wir nach dem Versagen der Marktsteuerung neues Vertrauen in diese Marktsteuerung hineinschaffen können und damit einen Blick nach vorn schaffen. Also wie kann stabile Wirtschaft möglich sein, wie kann resiliente Wirtschaft gelingen, nämlich unter einer klugen Ordnung, einer konsistenten Ordnung, einer Ordnung, die die Verantwortung des Einzelnen immer in den ganz schnell auf dem Fuße folgen lässt, seiner Entscheidungsfähigkeit und seiner Entscheidungsfreiheit, das nicht auseinanderzunehmen. Und die dritte Vorgeschichte oder Anfangssäule ist das absolute, der moralische Bankrott des Dritten Reiches. Nicht? Die Nazi-Zeit, das Erleben, wohin es führt, wenn Menschen alle ethischen Standards verlieren, waren ja prägend für die, die in der Freiburger Schule den Ordoliberalismus geprägt haben, die auch kirchlich häufig gebunden waren in der bekennenden Kirche und den Weg versucht haben, deutlich zu machen, dass wir doch über Freiheit und Verantwortung wieder reden müssen des Einzelnen und dass die Abwehr dessen, dass Antiglobalismus, Antifinanzmärkte immer antisemitisch konnotiert, nichts ist, was nach vorne führt. Nichts ist, was eine Wirtschaft auf einen dauerhaft stabilen Pfad bringt. So, und das ist dann, wenn Sie so wollen, die Versöhnungsidee der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, wie sie bei uns geprägt ist. Ein Gießener Volkswirt, Horst Demmler hat mal das schöne Zitat geprägt, nicht, eine Marktwirtschaft ist ein System, jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Und dass jeder macht, was er will, und weil keiner macht, was soll, das heißt keine Kommandowirtschaft, aber natürlich im Rechtsrahmen. Nicht? Wir brauchen dafür den starken Staat. Das war die neue Erkenntnis der Ordoliberalen. Wir brauchen den starken Staat, Wettbewerb intensiv zu halten. Wenn wir heute über digitale Ökonomie reden, ist es eine Riesenherausforderung. Die GWB-Novelle, die letzte, hat schon Wesentliches verändert. Wir reden über Plattformmärkte und fragen, wie wir die Machtballungen dort in den Gang setzen. Das ist nichts anderes als die Tradition jenes Denkens, das im Ordoliberalismus begonnen hat, nämlich Märkte in einen Ordnungsrahmen zu setzen, dass ökonomische Macht immer bestreitbar ist, dass sie immer wieder diffundiert, dass sie immer wieder von anderen in Frage gestellt werden kann. Und klar ist auch, dieses System lebt von der Informationsverarbeitungskapazität. Es ist ein Gedanke der Subsidiarität des Staates für die Solidarität in der Mitverantwortung. Beides prägt, aber es heißt auch, dass der Staat hier seinen Weg mit dazu beitragen muss. Nun kann man die Phasen zurückgehen. Ich will das mal mit Blick auf die Zeit relativ schnell machen. Wir sehen hier die erste Phase nach dem, es war die Währungsreform, das war auch das Glück, das die Deutschen hatten, dass die Alliierten, die Westalliierten sehr schnell die Schulden in Abnahmen, das Londoner Schuldenabkommen von 1952 ganz bedeutsam. Es ging dann weiter mit der Währungsstabilisierung über in eine vorhandene Wirtschaftsordnung. Es wird gelegentlich vergessen, der Wirtschaftshistoriker Ritschl hat das sehr schön beleuchtet, dass das, was unter Ludwig Erhard wirksam wurde, eine Wirtschaftsordnung von Hjalmar Schacht aus den 30er Jahren war. Das hatte relativ wenig mit Nazi-Ideologie zu tun, sondern es war sozusagen der Reflex auf die Weltwirtschaftskrise, wir müssen das ordnen. Viele der Ordnungsinstrumente, Handwerksbereich, Versicherungswesen, kassenärztliche Vereinigung, solche Dinge kommen aus jener Zeit. Also es gab quasi eine Wirtschaftsordnung, die vorhanden war und ein zentrales Element war die Tarifautonomie 1918 im Stinnes-Legin-Abkommen nach dem Ersten Weltkrieg als Befriedung und als auch hier als Konfliktlösungsinstrument entwickelt, gehört sie ganz zentral dazu.
Die nächste Säule dann oder die nächste Stufe Aufbau in den 50er, 60er Jahren, Zuwanderungsgesellschaft, auch wenn das damals niemand so gesehen hat, Anwerbeabkommen 1956, das erste mit Italien, 1968 das letzte mit Jugoslawien, 1973 Anwerbestopp. Also es gehört durchgängig dazu, ohne die Zuwanderung wäre dieser Entwicklungspfad auch nicht möglich gewesen. Erstes Erleben von keynesischen Rezepten, das musste integriert werden, das große Versprechen von Karl Schiller, das sozusagen zu verbinden mit dem Eucken'schen Freiburger Imperativ, den Markt so weit wie möglich, aber der Staat muss halt gelegentlich ein paar Dinge hinzusetzen. Dann mussten wir erleben, alles ein bisschen schwieriger, die Ölkrisen der 70er Jahre, Angebotsprobleme und auf einmal hatten wir dauerhafte Arbeitslosigkeit. Nicht nur konjunkturell, die müsste eigentlich von selbst verschwinden, sondern dauerhafte Arbeitslosigkeit, strukturelle Arbeitslosigkeit. Und dann kam man zu einer Diskussion, vor allen Dingen angeregt durch den Sachverständigenrat, über Angebotspolitik, also mehr auf Investitionen zu achten, die Voraussetzung von Investitionen und dahinter die Innovationsprozesse, also Forschung und Entwicklung, in den Mittelpunkt zu rücken, mehr Wettbewerb, etwas mehr privaten Zugriff dort, wo der Staat vielleicht unberechtigterweise unterwegs ist und auch Öffnung von Märkten. Die Globalisierung, dann die nächste große Phase seit den 90er Jahren, nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs, verbunden mit dem Wirksamwerden des europäischen Binnenmarktes 92, ein marktwirtschaftliches Versprechen, ergänzend die Währungsunion. Wir haben erlebt, dass das Öffnen der Märkte global enorme Dynamik ausgelöst hat und schließlich mündete es dann nach der Finanzkrise eine Art goldene Dekade, wo man sagen kann, manche waren überrascht, manche sind heute noch ganz verzagt, aber im Ernst, was nach der Finanzkrise passiert ist, an Beschäftigungsaufbau in diesem Land beispielsweise, auch an Handlungsmöglichkeiten zur Lösung sozialer und kollektiver Probleme, das hätte vor 13 Jahren keiner zu prognostizieren gewagt. Auch nicht der größte Optimist, nun bin ich gebürtiger Rheinländer und darf das auch von Geburt an sein, aber auch das war sicherlich nur eine Wunschvorstellung, eine Vision. Sie sehen also, die Versprechen waren unterschiedlich gerahmt, aber auf lange Sicht doch auch immer wieder der Weg in mehr Chancen. Nicht eindeutig, manchmal war es schwieriger, da musste man wieder schauen, wie die Dinge funktionieren, aber die Grundidee, dass wir den Menschen Handlungsräume geben, dass wir ihnen erst einmal vertrauen und dass wir einen verlässlichen Staat dazu setzen, das ist unverändert richtig gewesen. Schauen wir uns mal die Limitationen an, die drei Perspektiven, die ich dazu anfügen möchte. Das ist zunächst einmal die begrenzte Weitsicht der Marktwirtschaft in zwei Perspektiven. Wir sind gewohnt, die Nachhaltigkeit als eine in die Zeit gestellte Perspektive zu definieren, die Märkte so nicht in sich haben. Das ist völlig korrekt. Kein Markt schaut über die nächsten 10 Jahre hinweg, noch nicht einmal die Finanzmärkte. Auch Finanzmärkte sind eigentlich kurzfristig gesteuerte, impulsaufnehmende Märkte, die in ihrer Dynamik dann zwar Informationen verdichten und auch zuspitzen, aber sie haben auch nicht die Vorausschau, die man gelegentlich theoretisch ihnen gerne zuzubilligen geneigt ist. Nachhaltigkeit, also das Wirtschaften auf der einen Seite und Mitverantwortung auf der anderen Seite. Das ist ein Konzept, das in der Form natürlich vor 80 Jahren, als die Ordnungsökonomen nachdachten, keine Frage in dem Raum war, es waren einfach ganz andere Fragen wichtig. Wenn wir uns mal anschauen, ich habe das mal zusammengestellt, was wir gerade im Strukturwandel machen müssen, dann sind die zwei großen Herausforderungen, die Dekarbonisierung, also Klimaneutralität 2045, und die demografische Alterung. Der zweite Teil wird gerne weggelassen. Der ist aber genauso anstrengend. Denn wenn wir die Leute nicht haben, die wir brauchen für die Innovation und für die Anpassungsleistungen, wird uns die Dekarbonisierung auch nicht gelingen. Und wir haben dann die Hoffnung, dass die Digitalisierung als dritter Prozess manches erleichtert. Wir haben eben im Vorgespräch unsere Erfahrungen mal ausgetauscht, was 2 Jahre Zwangsdigitalisierung durch die Pandemiepolitik und Pandemie auch bedeuten. Da ist ja auch Ernüchterung angesagt bei aller auch für einen Nicht-Techniker zum Ausdruck der Begeisterung über die technischen Möglichkeiten, aber sie ersetzen nicht das Soziale. Und es ist ganz erstaunlich, dass die dann so das Digitale in alle Konzepte, in alle Lebenswelten überführen, manchmal die gleichen sind, die das Soziale auch betonen, aber das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich glaube, hier liegt ein spannender Punkt. Und viertens, die Deglobalisierung. Wir erleben gerade nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern auch mit der Entwicklung in China ein Systemkonflikt, eine andere Welt und viel mehr Protektionismus, und das ist unter Biden auch von Seiten der USA nicht anders geworden. Wenn Sie das mal zusammendenken, liegt das Besondere darin, dass wir das gleichzeitig tun müssen. Mit welchem System tun wir das eigentlich am besten? Aber klar ist, die Konsistenz der Ordnungen ist hier eine ganz wichtige, um genau diese Möglichkeiten und diese Perspektiven auch entsprechend beschreiben zu können.
wenn wir den Finanzmärkten über eine Taxonomie im Rahmen der Social SEG-Logik, Social Environment and Governance, eine Orientierung geben, dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht in einen Konflikt geraten zu der Steuerung und Regulierung der realwirtschaftlichen Räume, indem wir durch einen CO2-Preis und Ordnungsrecht Produktion und Konsumtion versuchen zu verändern, klimaneutral werden zu lassen. Das muss konsistent sein, denn wir haben keinen Raum für Ineffizienzen, so wie wir auch keinen Raum für Zeitverluste in diesem Kontext haben. Und die zweite Sicht hat zu tun mit der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Ich habe hier mal eine Karte von Frankreich mitgebracht, regionale Unterschiede bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Was wir erkennen ist, wir haben ganz deutliche regionale Probleme. Die haben wir in Deutschland viel weniger, Gott sei Dank, als in anderen Ländern. Aber die Midlands in Großbritannien, das waren jene Regionen, die besonders für den Brexit gewotet haben. Die Flyover-Countries in den USA, abgetrennt von den beiden Küstenregionen, die ganz besonders prosperieren und das Einkommen auch generieren. Und hier in Frankreich, der nordöstliche altindustrielle Teil, der den Anschluss verloren hat und auch keine Perspektive gewinnt. In dem Buch Retour à Reims ist das, wie ich finde, ganz außerordentlich gut beschrieben. Und die Mobilität ist gering. Damit liegen ganz andere Probleme im Griff. Wir müssen über Regionalpolitik reden. Also wie bringen wir regionalpolitische Logik in eine ordnungspolitische Logik ein? Naja, wenn wir der Frage nachgehen, ob Jobs to the People oder People to the Jobs. Irgendwie beides. Aber Menschen sind unterschiedlich mobil und indem sie unterschiedlich mobil sind, hat die Mobilität der einen Auswirkungen auf die Lebenssituation der anderen. Das können wir nicht einfach durch Kapitalflüsse kompensieren. Also müssen wir schauen, wie wir das ausbalancieren, wie wir durch eine kluge Regionalpolitik diesen Rahmen ergänzen. Und wir haben einen Anstieg der Unsicherheit. Das ist hier der Policy Uncertainty Index. Sie sehen, dass auch ganz spannend ist, dass die Covid-Pandemie oder Trump eine deutlich höhere Risikowahrnehmung in den Märkten und bei allen auch politischen Akteuren ausgelöst hat als 9/11 oder die Finanzkrise. Das heißt, wir haben uns auf einem großen Niveau eingependelt, von dem wir einfach auch einen Gewöhnungseffekt erwarten. Aber die Frage auch ist, wie gehen wir eigentlich mit Krisen um? Und Krise ist nicht so richtig das, was die Ordnungspolitik gut kann. Eucken hat einmal einen Satz irgendwo formuliert, ganz am Rande in seinem Buch, das funktioniert nicht. Also eine Krisenpolitik funktioniert nicht. Das Beste ist, wir halten den Staat handlungsfähig. Und die Konjunkturpolitik tatsächlich, das ist vielfach beschrieben worden, in der Feinsteuerung ist auch eine Überforderung. Aber was tun wir eigentlich mit Krisen? Insofern sind drei erste Ableitungen daraus, eine Erweiterung der ordnungspolitischen Perspektive, dass wir anerkennen müssen, Gesellschaften müssen Akzeptanz finden für die Entwicklungen, gerade für die Transformation, die vor uns liegt. Es wird jetzt gerade im Augenblick über Greenflation, grüne Inflation, wie ich finde, zu Recht gesprochen. Das ist kein Versuch, ein berechtigtes Anliegen zu unterminieren, sondern ist der Gedanke, dass natürlich die CO2-Bepreisung, so wie es im Jahreswirtschaftsbericht steht, der Haupthebel ist, um die Anpassungsleistung in Gang zu bringen. Und solange die Preiseffekte, die Mengenanpassungseffekte dominieren, werden wir Inflationseffekte haben. Wir werden dauerhaft dann eine Inflation haben, unabhängig noch von der Alterung und den fachkräftemangelbedingten Lohnprämien, oberhalb von 2% der EZB. Ich erwarte eigentlich eine stabil eher bei 3% liegende Inflation. Darauf müssen wir aber reagieren. Das kostet Geld. Wir müssen die Haushalte kompensieren in der Grundsicherung. Wir müssen es tun in der Einkommensteuer, die nicht indexiert ist, die nicht linear progressiv ist, die die höchsten Entzugsraten im unteren Bereich der zu versteuernden Einkommen hat. Und wir müssen es für die Unternehmen tun. Die Klimaschutzverträge, von denen ebenfalls im Koalitionsvertrag und im Jahreswirtschaftsbericht die Rede ist, sind aber nirgends kalkuliert. Sie finden in der Finanzplanung dieser Bundesregierung nicht statt. Schlüssiges Ordnungsdenken würde genau das aber mit verlangen. Und das Zweite ist, daran zu erinnern, dass Marktwirtschaft und Demokratie eigentlich etwas ist, was sich gegenseitig stützt. Beides beruht auf der Kompetenzzusprache an den Einzelnen, aber auch an der Zuweisung von Verantwortung für seine Entscheidung. Einmal im Abstimmungssystem und Demokratie ist systematisch langsam, andererseits im Marktsystem und Marktwirtschaft ist systematisch schnell. Und aus diesem Spannungsfeld zwischen Langsamkeit und Schnelligkeit entstehen natürlich Konflikte. Der Innovator ist schneller als der Regulator, der hinterherlaufen muss. Trotzdem muss es geschehen. Trotzdem müssen wir auch dazu in Kauf nehmen, dass es Krisen gibt, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, aber doch immer wieder auch Handlungsfähigkeit, je nachdem auf welcher Ebene Staat
Staatengemeinschaft oder international das zu organisieren ist. Und schließlich brauchen wir ein systematisches Verständnis über Krisen, wie wir es eigentlich in der Ordnungspolitik nicht haben. Ich glaube, abrupte Veränderungen, volkswirtschaftliche Zusammenhänge, die nicht kurzfristig flexibel aufgefangen werden von Akteuren, sind solche Situationen. Das ist keine konjunkturelle Rezession und ein Konjunkturphänomen, ist eine abrupte Krise, wie die Weltwirtschaftskrise 29, wie die Krise 2009, dann sind solche Interventionen auch geboten. Die zweite Perspektive der Ergänzung schließt sich an bei den Funktionsproblemen der Marktsteuerung, wo wir ebenfalls Ordnungsgedanken anzufügen haben, das nicht einfach abbildet ist. Walter Eucken und auch viele bis vor wenigen Jahren hätten sich nicht vorstellen können, dass es Nullzinsen gibt, dass es Negativzinsen gibt, dass das Ausmaß der Ungewissheit so groß ist, und sie hätten auch über das notwendige Maß der Integration der anderen Energieformen so nicht nachdenken können, weil sie es einfach auch so nicht auf dem Schirm hatten. Aber wenn wir uns anschauen für die OECD-Länder, dann ist das Zinsphänomen, wie Sie es hier sehen, seit den 90er Jahren in erkennbarer Form greifbar. Die Trendlinie der 10-jährigen Rendite von Staatsanleihen hat im Sinkflug sich bewegt über diese 30 Jahre. Das ist auch eine Form von Globalisierungsgewinn, weil insgesamt über den Marktdruck die Preiserhöhungsspielräume geringer waren, die Lohnpolitik nicht so stark reagieren konnte auf sinkende Arbeitslosigkeit, wie das in der Phillips-Kurve angelegt ist. Also Wettbewerbsverhältnisse sich geändert haben mit dem Vorteil für alle stabile Preise, und dahinter stehen dann aber auch geringere Zinsen. Hier sind es nominal abzüglich der Inflation. Das heißt also, die Inflationsprämie, die Unsicherheit für Inflation ist auch geringer geworden. Und der Realzins aus diesen, vor allen Dingen aber aus Gründen auch der Alterung des Kapitalüberhangs. Damit müssen wir umgehen. Was heißt das eigentlich? Eugen von Böhm-Barwerk, der uns Ökonomen erklärt hat, warum es einen positiven Realzins gibt, hat uns darauf hingewiesen, die Minderschätzung künftiger Bedürfnisse. Kann ja sein, dass wir die gar nicht mehr so minderschätzen, weil wir so viel über die Zukunft reden, weil wir wissen, dass der Konsumverzicht heute gar nicht so schlimm ist, sondern es ist gut zu sparen und zu investieren. Wir müssen nicht mehr überredet werden, so würde er sagen, durch einen entsprechend positiven Zins. Und das ist das, was sich in diesem System abbildet. Also gehen wir damit um. Das ist keine Enteignung der Sparer. Sie kennen vielleicht die Diskussion, und Paul Kirchhoff hat das ja auch in einem Buch beleuchtet, sondern ich würde sagen, es ist ein strukturell anderes Phänomen an den Kapitalmärkten. Das aber auch vor allen Dingen zu tun hat mit einer anderen Zeitpräferenz der Menschen, weil ihnen die Zukunft nicht so minderwertig ist wie früher im Gegensatz zur dominanten Gegenwart. Wenn die Zukunft nur wenige Jahre beinhaltet, das war das Argument, vor allen Dingen, wenn man auch jenseits der Erwerbstätigkeit nur wenige Jahre hat, dann ist die Minderschätzung bedeutsam, dann muss Konsumverzicht heute entgolten werden durch eine entsprechende Zinszahl, das ist der Realzins. Das ist in der Form nicht mehr der Fall. Wir haben alternde Gesellschaften, wir haben hohes Kapitalangebot, weniger Nachfrage, und wir haben eine andere Perzeption dieses Alterungsphänomens in der konkreten Bedeutung für uns selbst. Und schließlich die Dringlichkeit der Dekarbonisierung. Hier sind mal die Zielpfade aufgetragen, ein Thema, das ja in dieser Vorlesung auch immer wieder genannt wurde, was die heutige Klimaschutzpolitik adressiert, was die Versuche sind, uns zwischen 1,5 und 2,4% zu bewegen, wenn man die Zusagen, die es gibt von den internationalen Tagungen aller Länder nimmt, dann liegt hier eine Perspektive. Das allerdings hat Voraussetzungen. Wir müssen investieren in eine Infrastruktur. Es geht hier nicht jetzt um mehr oder einen anderen Staat. Das lese ich jetzt im Augenblick häufig in manchen Gazetten der Republik. Es wird auf einmal um einen anderen Staat gehen. Also wenn wir eine solche Aufgabe ernst nehmen, dann können wir uns nicht mit dem fiskalischen Klein-Klein der Vergangenheit aufhalten, sondern müssen fragen, ob eine Schuldenbremse ihre Funktion erfüllen kann. Denn es geht ja nicht nur um Investitionen. Es geht auch um die Kompensation sowohl der privaten Haushalte wie in Wien und der Unternehmen mit dem Stichwort der Klimaschutzverträge. Also hier sind wichtige Diskussionen überhaupt erst noch zu führen. Denn eins wollen wir ja verhindern, dass wir in eine Kipppunktsituation kommen, die wir nicht mehr revidieren können. Was wir wissen aus den IPCC-Berichten, aus den Berichten des Weltklimarates, ist, dass das Bewegen in einer Range zwischen 1,5, 2 oder 3%, wenn man sich da noch bewegt, aber besser bei 2, um Kipppunkte zu vermeiden und damit auch Irreversibilitäten in den Prozessen.
Und was wir hinzunehmen müssen, ist natürlich auch die Ableitung aus der Weltfinanzkrise. Das war eine andere Welt 1920, 1929, also erst die Reparationskrise, dann die Währungskrisen, Goldstandard zurück, dann der schwarze Freitag 1929 und dann bis 1936 die anhaltende Weltwirtschaftskrise. Sie hatte andere Antworten, wie eben genannt von Eugen, vor allen Dingen Wettbewerbspolitik. Wir müssen aber auch über Finanzpolitik nachdenken, Finanzmarktpolitik, Entschuldigung, die Ordnung der Finanzmärkte und ihre Beaufsichtigung, auch das ist eine zentrale Herausforderung. Deswegen gibt es drei weitere Ergänzungen einer zukunftsfähigen marktwirtschaftlichen Logik, nämlich die neutrale Zeitpräferenz und den Kapitalmarktzins ernst zu nehmen. Ich glaube, wir müssen es nicht verteufeln, wir müssen nur sehen, dass Risikopreise, also die Risikoprämien sich an anderen Märkten zeigen, halt nicht in der Bepreisung von Staatsanleihen, sondern im Equity Premium, also das, was in Aktienmärkten zu greifen ist, dass wir die Gestaltung des Strukturwandels zur Klimaneutralität umfassend ernst nehmen und die Präferenzen künftiger Generationen abbilden, aber wir müssen auch handlungsfähig sein. Es ist nun mal eine Jahrhundertaufgabe. Wir verändern, machen wir es uns noch einmal klar, die Energiebasis der letzten 200 Jahre der Industrialisierung. Die fossile Energie als Träger und intensiv genutzte Ressource für diese Energie wird so nicht mehr zur Verfügung stehen. Abgesehen von anderen Produktionsprozessen, also liegt hier mit Sicherheit keine kleine Aufgabe vor uns. Und schließlich die Ordnung der Finanzmärkte, die ebenfalls in der klassischen Ordnungspolitik nicht enthalten ist. So komme ich zu meinem letzten Perspektivenpunkt, der ja vielleicht aktueller gar nicht sein könnte. Dieser Tage ging durch die Presse, dass am Mittwoch dieser Woche, also übermorgen, möglicherweise die russischen Truppen in der Ukraine einmarschieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens, gemessen an dem nicht erkennbaren Ertrag, zu dem hohen Risiko im Verhältnis, davon auch einen Herrn Putin zurückhalten lassen sollte. Die Idee, die westliche Welt zu spalten, hat ja nicht funktioniert. Das sind Spielereien, die er dann auch vornimmt. Also insofern wäre meine These heute, aber das kann ja die Woche dann schon geprüft werden, ob ich recht behalte, dass das nicht passiert. Gleichwohl macht es uns etwas deutlich. Wir können Ökonomie nicht vereinsamt denken. Das konnten wir eigentlich noch nie. Und Klaus Leggewi hat ja in der ersten Runde der Veranstaltung darauf hingewiesen, dass es um das Einbetten geht des ökonomischen Denkens in die Naturmöglichkeiten, aber ich würde werben dafür, es geht auch um das Einbetten in die menschlichen Möglichkeiten, um die Präferenzen der Menschen, ihre Tragfähigkeit von Risiken und die Anpassungsfähigkeit und es geht vor allen Dingen auch um das Einbetten in die globale politische Ordnung. Globalisierung ist natürlich eine Zumutung. Denn das ist nichts anderes als eine permanente Fernbeeinflussung unseres Lebens hier. Da wird irgendwo etwas neu erfunden, das Smartphone. Aber uns beeinträchtigt es hier. Wir nehmen es hin, wir passen uns an. Wir erleben politische Konflikte, die an die europäischen Grenzen näher heranrücken, die unser Leben hier beeinträchtigen, weil wir Mittel aufwenden müssen, die wir vielleicht gar nicht aufwenden wollen. Weil wir werden nicht daran vorbeikommen, 2% für Verteidigung aufzuwenden, wenn wir ökonomisch und klimapolitisch ernst genommen werden wollen, müssen wir auch außen- und sicherheitspolitisch einen Schuh draus machen und können nicht so tun, als beträfe uns das nicht. Der Systemwettbewerb ist zum Systemkonflikt geworden, wobei wir ökonomisch betrachtet natürlich Russland hier anders bewerten müssen. Es ist keine starke Ökonomie. Russland hat kein überzeugendes Geschäftsmodell, das eigentlich noch nie gehabt. Es gibt ein Forschungs- und Innovationssystem. Es gibt die Nachwirkung eines schlechten Gesundheitssystems, was wir in den immer noch deutlich kürzeren und geringeren Lebenserwartungen für Männer und Frauen dort sehen. Und es gibt ein politisches System, das ebenfalls nicht in die Zukunft weist. Man kann auch nicht mal sagen, es hat eine eigene Tradition, wie vielleicht das Chinesische, das sich da so irgendwo verordnet in einer langen Tradition, die sogar über Mao hinaus zurückgeht. Aber gleichwohl ist es eine politische Macht, mit der man realistisch umgehen muss. Die Strategien machen nur deutlich, worum es geht. Wir sind in einer Welt unterwegs, in der der politische Konflikt auch ökonomisch relevant ist und der ökonomische Handeln von daher nochmal eine ganz besondere Bewandtnis hat. Die These, man müsse nur über Freihandel Volkswirtschaft miteinander verbinden und sie würden demokratisiert, ist zumindest nicht so einfach zu begründen. Wir müssen uns politisch anstrengen, wir müssen umfassend denken, politisch, also umweltpolitisch, sozialpolitisch, im weitesten Sinne gesellschaftspolitisch und halt sicherheits- und internationalpolitisch. Man sieht das hier nochmal auf dieser Grafik, den Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt sind die Kreise,
Die Zahl des VH ist die Relation der Militärausgaben zum Bruttoinlandsprodukt. Sie sehen, in Russland ist man mittlerweile bei 3,9%. Nun ist das Bruttoinlandsprodukt Gott sei Dank viel kleiner als in den USA, aber dort haben wir 3,2%. Europa 1,5%. Das wird vermutlich nicht tragfähig sein, so missliebig uns das aufstoßen mag. Aber es gehört einfach auch dazu, dass wir uns hier in die Realität einbefinden. Denn die Weltwirtschaft ist vernetzt. Sie sehen hier links die Lieferbeziehungen, die Netzwerke internationalen Handels, die Supply Chains, die cross-border organisiert sind. Das ist das prägende Kennzeichen der zweiten Globalisierung der letzten 30 Jahre. Und die drei dicken Kuller, die da rausragen, sind Deutschland, die USA und China. Wir als vergleichsweise kleines Land mit 82 Millionen haben eine solche ökonomische Potenz, dass wir einer der Hubs in dieser globalen Struktur sind und von daher auch entsprechende Risiken natürlich erleben, die auch manchmal in eine andere Richtung losgehen. Wenn Lieferprobleme besonders stark in der Industrie sind, wie das im letzten Jahr und noch anhaltend der Fall ist, dann trifft uns das stärker als Frankreich. Ja, wir haben aber auch 25% oder 23% Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt. In Frankreich ist nur noch gut 10%. Auch solche Dinge muss man immer versuchen einzuordnen und verstehen. Das deutsche Modell ist ein exportbasiertes, weil wir mit unseren industriebasierten Dienstleistungen in der Welt einen hohen Beitrag zu Entwicklungen leisten. Und das sehen Sie rechts auch nochmal, der Anteil der heimischen an der Wertschöpfung am Verwendungszweck. Und das geht auch sehr stark dann auch in andere Länder hinein. Insofern komme ich zu meinem letzten Punkt. Der Versuch war in dieser Tour d'Horizon am Ende, da könnte man eigentlich, hätte man den ganzen Tag darüber reden müssen, aber mit Rücksichtnahme auf den Zeitpunkt im Tagesablauf wollen wir doch zum Ende kommen. Der Versuch, ganz bewusst deutlich zu machen, Ökonomie einzuordnen, heißt sie von ihrer modernen Entstehung her zu verorten, zu fragen, ob diese Grundgedanken von Freiheit und Verantwortung, von unerbitterlicher Freiheit, der wir nicht entkommen, nicht einfach entkommen, weil wir sonst sozusagen nicht handlungsfähig bleiben, dass wir daraus auch Schlussfolgerungen für die ökonomischen Überlegungen und die Wirtschaftsordnungsüberlegungen im 21. Jahrhundert ableiten. Dass die Fragen ähnliche sind, dass die Antworten erweitert werden müssen, dass wir dafür aber gute Perspektiven haben. Das heißt, im internationalen Rahmen dem noch etwas hinzuzusetzen, indem wir schauen, dass wir Länder gemeinsamer Perspektive in ein Boot holen. Die Idee von Clubs ist hier in den letzten Jahren von Nordhaus ausgehend im Bereich der Klimapolitik verstärkt diskutiert worden. Also Länder gemeinsam guten Willens in einen Club zu binden, beim Thema Klima, beim Thema Gesundheit, beim Thema Welthandel, beim Thema Sicherheit. Diese vier Themen gehören zueinander, wenn wir in einer gedeihlichen Weltwirtschaftsordnung uns zu bewegen gedenken, auch in Zukunft. Und deswegen ist sehr zu warnen vor verengter Perspektive. Es ist nicht nur die Klimapolitik, es ist vor allem auch die Klimapolitik, aber es sind halt auch andere Themen. Die Einbettung des ökonomischen Denkens, von der Klaus Leggewi in der ersten Vorlesung und im ersten Vortrag gesprochen hat, muss in dieser Form eingelöst werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ich klatsche mal stellvertretend für alle diejenigen, die vielleicht dann hinter dem Bildschirm auch mitklatschen. Vielen Dank, Herr Hüther. Ich würde mal mit einer Frage anfangen, die Sie vorhin in Richtung Annahme gestellt haben. Und zwar diese Annahme selbstbestimmter Menschen, die wir ja haben. Ich provoziere mal ein bisschen auf den Punkt gefragt, ist das denn so? Also haben wir tatsächlich selbstbestimmte Menschen und dürfen wir das zutrauen? Stichwort Literacy, wo wir ja in Richtung Financial Literacy feststellen, dass manche Entscheidungen gar nicht so getroffen werden können. Aber Sie hatten vorhin ja auch Brexit oder die Flyover States genannt, wo man sich immer wieder fragt, wie kann man denn zu solchen Entscheidungen kommen? Naja, die Entscheidungen dieser Menschen sind ja nicht illegitim. Sie gefallen uns vielleicht nicht, aber sie sind legitim. Denn Freiheit heißt nicht, dass man klug sein muss. Und Freiheit heißt auch nicht, dass wir nur noch Sinnvolles tun. Man hat auch die Freiheit zum Unsinn. Freiheit lebt von der Verantwortung. Das ist die entsprechende Konnotation. Das heißt, die Menschen müssen jetzt die Folgen tragen, müssen mittragen. Also in Frankreich ist es ja noch nicht, wir werden mal sehen, wie die Präsidentschaftswahlen im Mai ausgehen. Aber die Situation in Midlands in Großbritannien hat sich ja nicht verbessert durch den Brexit. Und man wird fragen müssen, ob die Versprechen, die gegeben wurden, überhaupt einzuhalten sind. Aber das Entscheidende, und das ist, glaube ich, das, was man sich immer klar machen muss, Freiheit heißt nicht, dass wir alle individuell in der Summe unseres Tuns täglich und über das Jahr hinweg nur objektiv richtige Dinge tun. Also wir tun sie
willentlich nicht, aber wir tun sie auch aus Versehen nicht, weil es einfach anders geworden ist, weil unsere Wetten nicht eingegangen sind. Also Freiheit heißt nicht, oder Freiheit wird einem nicht abgesprochen in dem Augenblick, wo man nicht klug, nicht gebildet oder seltsame Ideen hat. Das können wir genauso mit unseren Querdenkern diskutieren. Ich meine, man muss diese Meinung nicht haben, aber sie haben verdammt nochmal das Recht, diese Meinung vorzutragen in dieser Republik, in den zivilen Formen, die unsere Gesellschaft dafür abverlangt. Und dass sie dann Verantwortung tragen müssen. Ich würde ja auch gar nicht groß über die Impfpflicht reden, ich würde einfach sagen als Ökonom, ganz klar, wer sich gegen die Möglichkeit, die er hat, entscheidet, sich impfen zu lassen, also keine medizinische Indikation dagegen spricht, der ist dann halt an den Krankheitskosten im Falle der Behandlung zu beteiligen. Die Leute regen sich ja immer auf, wenn ich das sage, aber die gesetzliche Krankenversicherung heißt nicht Ausbeutung aller anderen, egal wie ich mache, sondern in Paragraphen 1 steht, das entsprechende Sozialgesetzbuch, dass ich mit meiner Gesundheit selbst ordentlich umgehe. Und es gibt ja auch da entsprechende Prämiensysteme, wenn man das tut. Also kann ich ja auch negativ eine Prämie aus in Gang setzen, nämlich eine Bezahlprämie, eine Strafprämie, wenn ich das nicht tue. Über solche Dinge müssen wir nachdenken. Aber noch einmal gesagt, wirklich, aber wenn der Punkt sehr wichtig ist, bin ich die Frage auch so dankbar. Freiheit heißt nicht, dass wir klug im objektiven Sinn handeln müssen, sondern dass wir bereit sind, für die Folgen der Entscheidungen die Konsequenzen zu tragen. Haben wir denn in dem Zusammenhang, weil Sie das ja gerade angesprochen haben, diese Idee, ich vergesellschafte meine Kosten, also haben wir da so eine Art Anspruchsdenken, was dazu führt, dass ich meine Entscheidungen treffe, aber anderen dann auch gerne die Kosten überlasse? In den Sozialversicherungssystemen, wie in jeder Versicherung, kennen wir das aus der, auch schon theoretisch aus der, das Phänomen des moralischen Risikos, Moral Hazard, wo einfach der individuelle Schaden, den ich dadurch auslöse, in der versicherten Gemeinschaft so gering zum Tragen kommt, dass das auch mit der Kontrolle gar keinen Sinn macht. Deswegen muss man über kluge Tarife nachdenken. Deswegen sind ja auch irgendwann mal die Fahrräder aus der privaten Hausratversicherung rausgenommen worden. Die mussten extra versichert werden, weil die komischerweise so oft immer zirkulierten. Will das gar nicht weiter bewerten, aber es ist völlig richtig, dass dann Versicherungen ihre Antwort suchen. Und deswegen wäre eine Antwort der Krankenversicherung zu sagen, dann zahlst du aber auch mal schön die Hälfte dieser Behandlungskosten für dich selbst. Nicht? Du hast dich ja auch freiheitlich, das ist der Punkt von Tom, du hast dich willentlich entschieden, dich nicht impfen zu lassen. Wollen wir gar nicht über Impfpflicht zu reden, du hast dich willentlich diese Konsequenzen und dann tragst du auch bitte alleine. Oder zumindest zu 50%, ist immer noch teuer genug. Ja. Wenn wir da in der Richtung auch freie Entscheidungen weiterdenken, dann sind ja auch die Medien sehr schnell gefragt, die ja, sagen wir mal, auch ein Bild aufbauen können. Sie hatten vorhin zum Thema Unsicherheiten gesprochen, die jetzt aktuell stärker bewertet werden als 9/11 zum Beispiel, wo ja auch Bücher, Stichwort Factfulness und dergleichen, immer wieder sagen, da ist es vielleicht gar nicht so, wie die Medien das Bild zeichnen. Man hört ja immer so diese Verantwortung der Medien, die mal nicht gesehen wird, mal stärker gefordert wird. Aber kann denn in so einer Medienlandschaft dann der Einzelne auch noch individuelle, freie Entscheidungen treffen? Oder sind die nur vermeintlich frei, weil man sich dort eben so einer Art Mediendiktatur beugt? Naja, also ich würde immer sehr warnen vor vermeintlich frei. Also dann wo fängt das an und wo hören wir auf? Wer richtet darüber? Nein, die Menschen haben frei entschieden, sie haben willentlich entschieden. Und wenn sie nachgedacht hätten, sie vielleicht anders entschieden. Also dann muss man sie halt mit ihren Konsequenzen ihres Tuns konfrontieren. Das ist der eine Punkt. Das Risiko sehe ich eher darin, dass Medien und Politik in den etablierten Gesellschaften mit Kritikpositionen, die sozusagen in einer großen Mehrheit nicht als mehrheitsfähig erscheinen, nicht mehr repräsentiert werden. Weil man muss das sozusagen, man ist sofort außerhalb des Systems. Das galt für bestimmte Positionen, also in der Frage, wie gehe ich mit dem Strukturwandel um oder wie stelle ich mich dem, nicht? Die Globalisierungsgewinner, die Globalisierungsverlierer. Aber Politik muss immer darauf achten und Medien auch, dass sie Gesellschaft in der Breite repräsentiert. Und der Kollege in Stanford, Hans-Ulrich Gumbrecht, hat das mal die Krise der Repräsentation genannt. Und er meinte nicht das Funktionsdefizit unserer Demokratie, sondern die Tatsache, dass in den öffentlich sanktionierten Räumen des politischen und medialen Diskurses bestimmte Phänomene nicht als grundsätzlich auch berechtigt betrachtet werden. Man muss sie ja nicht teilen, aber in einer freien Gesellschaft ist eine freie Meinungsäußerung jederzeit sie ist ja nicht nur dann frei akzeptabel, wenn sie uns in der Mehrheit gefällt.
Wir müssen dann argumentieren und müssen sagen, auch wenn die nicht argumentieren wollen, muss man auch klar machen, dann bist du außerhalb des Diskursraums. Aber die Repräsentation dieser Positionen, die muss uns doch noch gelingen. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Problem, weil mir geht es ehrlich auch manchmal so, ich meine, bei manchen Medien, auch die Online-Portalen anschaue, denke, da gibt es auch nur eine Perzeption der Pandemie, da gibt es keine Abwägungslogik und so weiter. Und das ist eine Debatte, die werden wir vielleicht noch sehr viel länger zu führen haben, da ist die Pandemie hoffentlich dann vorbei. Ja. Okay, prima, vielen Dank. Ich komme mal zu einem anderen Punkt. Sie hatten vorhin auch mal diese Verschränkung Marktwirtschaft und Demokratie gesprochen. Jetzt hatten wir hier dazu eine sehr passende Frage schon aus dem Off, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich die Frage, wenn wir die Marktwirtschaft mit so einer Wachstumslogik haben, aber gleichzeitig entsprechend begrenzte Ressourcen. Also wie kann man das quasi gestalten, ohne dass dann über diese Spannungen, die entstehen, möglicherweise sogar ein Demokratieproblem entsteht? Nein, indem wir das auch kompensieren. Also es gibt ja erstmal grundsätzlich, werden Knappheiten in steigenden Preisen signalisiert. Und wir Ökonomen wissen, relative Preise und der funktionsfähige Preismechanismus ist der Kern marktwirtschaftlicher Ordnung. Alles andere bauen wir drumherum, wo es nicht funktioniert. Aber im Kern geht es darum, dass die Preise Informationen vermitteln. Friedrich August von Hayek, übrigens Ehrendoktor des Gießener Fachbereichs, 1900, ich glaube, zu 375 Jahrfeier ist es gewesen, jetzt hat er den Ehrendoktor in Gießen bekommen, hat ja diesen wunderschönen, die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft, diesen wunderschönen Aufsatz geschrieben. Und da beschreibt er, dass im Grunde der Preismechanismus genau das ist, was ist nichts anderes als eine Verwertung von vorhandenem Wissen in der Gesellschaft, weil über die unkoordinierten individuellen Entscheidungen dieses sozusagen in Märkten sichtbar wird, der Preis. Es werden Knappheiten sichtbar, es werden Präferenzen sichtbar und es werden Anpassungen in Gang gesetzt. Wenn wir jetzt in einer Situation sind wie der Dekarbonisierung, in einem Zeitpfad bis 2050, dann muss man da sehr verantwortlich mit umgehen. Einmal, dass man es überhaupt schafft. Also die erste Verantwortung ist, dass wir uns nicht in ein Traumgebilde hineinbewegen und sagen, ja, die Zukunft wird so. Ja, ich kann Ihnen jede Zukunft an die Wand malen, an diese Wand eine und eine dahin, eine rosa, eine blau und eine in grün. Der Weg dahin ist die entscheidende Frage. Wie kriegen wir es sozusagen gestaltet? Also umfassend denken, Konsistenz der Ordnung, also das erste ordnungsökonomische Prinzip. Und wir dürfen uns keine Ineffizienzen leisten. Das heißt aber auch, wir müssen den Preismechanismus, ich zitiere nochmal den Jahreswirtschaftsbericht von Habeck, dort wirken lassen, wo es denn umfangreich geht. Und zweitens heißt es dann kompensieren, damit wir die Menschen nicht verlieren. Wir müssen, wenn wir jetzt die Energiepreise nehmen, nicht? Also die Inflationsrate im Januar in Deutschland, Konsumentenpreisebene 4,9%. Wenn Sie mal Energie grob rausrechnen, liegen Sie bei 3. Das heißt also, großer Teil über der normalen von zwei Drittel davon geht auf die, mehr davon geht auf die Energie zu. 5% Anstieg der Nahrungsmittelpreise, der Rest verschwindet da so drin. Aber das trifft natürlich viele, weil alle sind mobil, alle müssen sich bewegen und sie sind nicht kurzfristig anpassungsfähig. Die Frage, wie kompensiert man das? Das kann man über kluge Anpassungen der Grundsicherung machen, das kann man über Klimageld, über andere. Man muss ja sozusagen den Einkommenseffekt ausgleichen, aber den Substitutionseffekt, wie wir Ökonomen sagen, also den Preiseffekt wirken lassen. Und gleichzeitig müssen die Steuerzahler mit in den Blick nehmen, denn es kann nicht sein, dass der dann gerade den ersten Eingangssteuersatz da hat, mit seinem zu versteuernden Einkommen, Facharbeiter, Facharbeiterin, dass der auf einmal so progressiv besteuert wird, dass er ganz besonders betroffen ist. Also wir müssen kompensieren. Private Haushalte und die Unternehmen, so wie ich es erwähnt habe, in den Klimaschutzverträgen. Nur alles das, und das ist dann wiederum die Frage der Ernsthaftigkeit von Politik, ist in dem Koalitionsvertrag nicht benannt, ist nicht beziffert und ist auch im Jahreswirtschaftsbericht mit keinem Preisschild ausgezeichnet. Und das muss einfach gemacht werden, damit wir klare Vorstellungen haben, wie es denn geht. Wenn der Marktmechanismus ja völlig berechtigt und völlig richtig von Ihnen genannt wird als der wichtige Mechanismus, dann haben wir auf der anderen Seite, und ich komme jetzt nochmal auf eine Frage aus dem Off wieder, Marktmächte, die solchen Mechanismen ja zum Teil entgegenstehen. Also da wird gefragt nach dem Thema, wir haben große Konzerne, große Wirtschaftsleistungen, die sich da konzentrieren, die sich auf wenige große Konzerne eben konzentrieren. Wie ist das denn in so einer Marktlogik so zu verorten, dass da nichts in Anführungszeichen schief geht? Unternehmen sind in ihren jeweiligen relevanten Märkten zu betrachten. Und ein internationales Unternehmen hat offensichtlich einen anderen relevanten Markt als ein Metallbauer im Siegerland oder ein kleiner Optikanbieter aus dem Wetterauer Becken. Was ich damit sagen will, ist, erstens geht es, der Umsatz ist ehrlich gesagt relativ irrelevant.
sondern es geht um die Frage, wo ist die Ertragskraft und welchen Beitrag leisten sie? Wir als Gesellschaft stellen Unternehmen so etwas aus wie eine License to Operate. Ja? Wir sind im Markt akzeptiert, nicht nur, weil sie das Produkt gut ist, sondern wir wollen auch wissen, wie sie es produziert haben. Das ist uns nicht egal. Kinderarbeit, welche Rohstoffe sind verarbeitet worden, wie Nachhaltigkeit ist das gesamte Produktionssystem. Und das ist genau das, was eine Marktwirtschaft braucht. Sie braucht Reaktionen, die sich aus den Präferenzen der Konsumenten ergeben. Und nichts ist wirksamer als genau das. Wenn Sie sich anschauen, wie sich Produktqualitäten verändert haben, wie sich angepasst haben. Und die großen Unternehmen sind ja an sich nicht das Problem, denn sie stehen im internationalen Wettbewerb. Und wenn Sie sich die durchschnittlichen Eigenkapitalrenditen oder Umsatzrenditen anschauen, das wissen Sie als Betriebswirt noch besser als ich als Volkswirt, nicht wahr? Dann ist das nicht der Unterschied. Das ist, lädt sich die Frage, Sie können als Mittelständler hochinnovativ sein, Sie haben einen hochattraktiven Markt und Sie haben vielleicht sogar einen Nischenmarkt, dass Sie dort mit Ihrem Umsatz eine enorm hohe Umsatzrendite auch verbinden können. Und international tätiges Unternehmen sehr unterschiedlich, weil sie in unterschiedlichen Märkten ganz andere Rüstkosten haben und so weiter. Also Größe an sich muss immer in Relation zur Wettbewerbslage und damit zur Bestreitbarkeit der Position gestellt werden. Bedroht diese Macht möglicherweise das Soziale in der sozialen Marktwirtschaft? Ja, nur, also sagen wir mal so, wenn die ökonomische Macht sich verstetigt ohne ökonomischen Grund. Also ein Unternehmen darf ja auch dauerhaft erfolgreich sein. Und wir finden im Übrigen auch unsere deutschen Unternehmen ja ganz toll, wenn die lange Tradition haben. Es gibt in kaum einem Land so viele Familienunternehmen mit so langer Lebensdauer von 150 Jahren, 200 Jahren. Und dann höre ich dann immer von meinen betriebswirtschaftlichen Kollegen, ich muss Ihnen heute mal so ein paar können Sie als nicht? Also Mitgeber, die sagen dann immer, ja, der Wechsel ist doch viel besser. Ja, das kann sein oder auch nicht. Das hängt aber davon ab, was eine Gesellschaft akzeptiert, wie sie sich dem stellt. Und Unternehmen erleben ja nur solche langen Lebensdauern von 150, 200, 250 Jahren, weil sie sich immer wieder angepasst haben, weil sie immer kluge Ideen hatten, weil sie ihren Kunden etwas geboten haben und weil sie ja vor allen Dingen auch tolle Arbeitgeber waren. Sie können ja nicht über 200 Jahre noch tätig sein, wenn sie noch so arbeiten würden wie vor 200 Jahren. Das heißt, Unternehmen sind vielfältigen, wie wir das nennen, Anspruchsgruppen ausgerichtet. Und das ist halt nicht nur der Konsument. Das sind natürlich die Beschäftigten. Aber es ist die Zivilgesellschaft, die fragt, was ist eigentlich deine Rolle im öffentlichen Raum? Ich durfte mal Vorsitzender der ersten Engagementberichtskommission sein. Die Bundesregierung hat uns beauftragt, herauszufinden, was ist das bürgerschaftliche Engagement von Unternehmen. Damals im Jahr 2010 kamen wir auf eine Größe von etwa 11 Milliarden Euro, die Unternehmen aufwenden, jenseits ihrer Wirtschaftsrechnung, für Social Sponsorship, für Social Volunteering und all diese anderen Maßnahmen. So insofern, das ist halt viel, es ist halt nicht schwarz-weiß. Und Größe macht das Soziale dann kaputt, wenn wir es zulassen und wenn wir keine guten Institutionen haben. Natürlich setzt es starke Politik voraus. Jetzt kommt hier gerade noch eine Nachfrage, glaube ich. Jetzt muss ich mal zurück. Zum Befund Marktwirtschaft und Demokratie, die zusammengehören. Das wird hier nochmal nachgefragt, ob das nicht eine sehr selektive Wahrnehmung von Geschichte und Wirtschaft sei. Ich lese mal die Frage nicht komplett vor, weil Sie sie ja auch sehen. Insofern. Also, welche Wirtschaftsweise soll denn zur Demokratie passen als eine andere, die nicht dem Einzelnen auch die Freiheit gewährt, die wir ihm auch politisch gewähren? Also beide Systeme sind doch vom Individuum her gedacht. Es ist ja auch nicht so, dass die Demokratie frühliche Urstände schon überall im 19., im 20. Jahrhundert gefeiert hat. Das hat ja auch bei uns gedauert. Und es hat da durchaus auch immer Spannungen und Konflikte gegeben, das habe ich ja angedeutet, weil es kann sein, dass der ökonomische Prozess schneller ist und die mal unter Druck setzt, aber der politische Prozess das dann wieder einholt. Neil Ferguson hat ein wunderschönes Buch über Hierarchien und Netzwerke, Hierarchies and Networks, geschrieben. Es gibt immer so Dynamiken, wo mal das kippt, ja? Also wo die Netzwerke so mächtig werden und die Hierarchien schlagen zurück. Also wo beispielsweise Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die Globalisierung, die erste Globalisierung, so intensiv war, dass sie über den freien Waren und Verkehr, auch die Migration in Richtung USA, die ganz bedeutend war in alle Richtungen, auch von Europa, aber auch von China, auf einmal die Hierarchien unter Druck gesetzt. Hierarchien haben zurückgeschlagen im Ersten Weltkrieg. Das war wieder eine Aufgabe der Hierarchien. Deswegen, aus heutiger Sicht ist der lange Entwicklungsprozess ja nicht so, dass es irgendwann begonnen hat, dann war das die Demokratie, wie sie heute ist, und das war die Marktwirtschaft. Nein, aber die Grundidee, das ist doch der entscheidende Punkt, den Einzelnen zu ermächtigen, Freiheit zu gewähren und Verantwortung einzufordern. Und das koordinieren wir hier in Märkten und dort in Parlamenten.
Und es gibt kein, also es gab ja mal dieses etwas verunglückte Zitat der früheren Bundeskanzlerin, der marktkonformen Demokratie. Das ist natürlich Quatsch. Nicht? Es ist letztlich, kommen beide aus denselben Quellen, aus den Modernisierungsprozessen, und am Ende ist die Demokratie die Dominante. Nicht? Sie legitimiert, weil sie die akzeptierten Verfahren hat. Nicht? Das ist ja das, was moderne Demokratie ausmacht, Befriedung durch Verfahren, durch verlässliche Verfahren, wo wir uns koordinieren, wo wir uns zusammensetzen, und das übertragen wir in die Marktwirtschaft. Schauen Sie, die Tarifautonomie, um die mal zu nennen, die ist ja auch nicht von irgendjemandem erfunden worden, sondern die ist im Nachgang der Hindenburgschen Verordnungen von 1916 innerhalb von 14 Tagen zwischen Karl Egin, dem Chef der Gewerkschaften, und Hugo Stinnes, dem Arbeitgeber, Sprecher, wenn man so sagen will, verhandelt worden, im sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen im November 1918. Und das war eine Wegweisung, die es in keinem anderen Land so gibt. Man hat damals gesagt, wir wollen keine marxistische, kommunistische, wir wollen keine Räte, wir wollen eine Demokratie, in der wir uns auch zusammenfinden, auch das Wirtschafts- und Sozialleben, den Rahmen dafür verlässlich entwickeln. Das war nicht immer einfach, das ist mit Konflikten versehen, aber es war immer besser, wenn wir es hatten, als wenn wir es nicht hatten, denn wir hatten es nicht in der Nazi-Zeit und es gab es nicht in der DDR. Also insofern ist die Tarifautonomie für mich auch so ein Element unserer Antwort, aus unserer historischen Erfahrung heraus, auf diese Frage, wie gehe ich mit Freiheit, Verantwortung und den notwendigen kollektiven Rahmungen um. Ja. Vielleicht mal ein bisschen ein anderes Thema. Sie hatten eben auch das Thema Zeit erwähnt und insbesondere zum Beispiel dieses Thema Fahrtabhängigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass man manche Sachen gar nicht überschauen kann. Stichwort Klimakrise hatten Sie genannt. Jetzt könnte man ja sagen, wir sind in vielen Prozessen, wie Sie sie auch beschrieben haben, also Digitalisierung zum Beispiel, künstliche Intelligenz. Haben wir da möglicherweise wieder etwas, was wir gerade machen, wo wir dann hineinlaufen und in einigen Jahrzehnten uns umschauen und sagen, das war so nicht überschaubar und jetzt haben wir den Salat? Also ich glaube, die Gefahr liegt darin, wenn wir so ein Phänomen wie künstliche Intelligenz abstrakt verstehen und sagen, das wenden wir jetzt mal irgendwo an. Also das muss sozusagen danach ausgerichtet werden und das überschauen wir nicht. Meine Erfahrung damit ist, wirtschaftlicher Erfolg ergibt sich dann mit neuen Techniken, wenn sie aus einer anderen Kernkompetenz kommen. Ich hatte Zufall letzte Woche, wir machen auch häufig Unternehmensbesuche, ein Unternehmen besucht bei uns in der Nähe von Köln, die aus der Kompetenz Schadenssachverständige zu sein, also Autounfallschäden zu bewerten, über KI-Anwendungen heute einen digitalisierten Prozess im Sinne des Kundennutzens machen, dass Sie, wenn Sie einen Unfall haben, können mit Ihrer App drauf gucken, wird dieser Unfallschaden aufgenommen. In einer mit Millionen von Bildern hinterlegten Datenbank wird über bilderkennende Verfahren, also künstliche Intelligenz, das zugeordnet, das ist ein solcher Schaden. Und der kostet, Sie sind vor Ort gerade in Köln, der kostet 834 Euro in der Reparatur. Und das geht an die Versicherung und dann daher können Sie ganz schnell diesen Schaden regulieren. Das ist eine KI-gestützte Anwendung. Aber es ist eine KI-gestützte Anwendung. Es ist nicht irgendwie, wir haben KI und wir fragen jetzt mal, was sollen wir tun und wir ändern jetzt das politische System, sondern aus einer Frage, wie können wir einen Prozess sozusagen objektivieren, wie können wir enorme Ressourcen sparen, das ist ja auch, auch nicht so ein super Geschäft, in den Versicherungen dann solche Schadensgutachten zu erstellen, sondern aus dem vielen Wissen, das wir da haben, über solche Techniken zu machen. Das war für mich so ein Learning, es liegt das sozusagen, der Purpose liegt vor und dann nehme ich eine andere Technik. Deswegen macht mir das ehrlich gesagt nicht wirklich Sorgen. Probleme haben wir da, wo wir in einer Ressourcenausbeutung nicht vor 100 Jahren nicht überschauen konnten, was da passiert. Und wir heute natürlich auch in dem Erbe noch hantieren. Wir aber dann heute auch alles nutzen müssen, und sozusagen um dem Rechnung zu tragen, also von dem aktiven Vermeiden und der Reduzierung von Emissionen, der Klimaneutralität bis hin zu negativen Emissionen und Umweltsenken, was ja in der Debatte immer nur hinten runterfällt, weil das den Leuten komisch vorkommt. Wir müssen aktiv, das sagt auch der Weltklimarat, auch Ressourcen aus der Atmosphäre entnehmen. Das heißt, wir müssen ganz anders agieren. Das fordert uns, das andere kriegen wir gemanagt. Ja, aber das heißt, so Diskussionen, die ja mit KI oder Digitalisierung in Richtung Zukunftsängste oder Jobabbau und persönliche sozusagen Themen, die vielleicht dann auf die persönliche Situation drücken. Doch, das wird es geben. Natürlich wird es Jobabbau geben. Aber was für Jobs bauen wir ab? Wir bauen Jobs ab mit rein standardisierten Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt mal Schadensbegutachtung mal dieses Beispiel nehme, die KI-gestützte Form verschafft ganz viel Freiraum in den Versicherungen,
Und da werden auch manche Jobs wegfallen, aber ich kann andere Jobs viel qualitätsvoller einrichten. Ich brauche nämlich ganz viel mehr Kapazitäten für die schwierigen Fälle. Also in einer Nebelbank, auf einer Autobahn, auf der A45, wenn man Lüdenscheid überwunden hat, die Talbrücke Ramme, da kommt man ja wieder an. So, da ist jetzt was passiert und dann habe ich eine ganz andere Komplikation. Das muss ja mit ganz vielen Ressourcen betreut werden. So, das ist jetzt ein Beispiel bei einem nicht sehr schönen Thema, nämlich Unfälle ist eigentlich kein schönes Thema, aber es zeigt, natürlich schaffen wir damit Ressourcenfreiheit. Wir schaffen auch Produktivitätsfortschritte und damit können Kapazitäten in andere Verwendung gebracht werden und dann werden sich Menschen auch anpassen. Das ist aber immer so gewesen. Nicht? Ich meine, ob das nun andere Mobilitätsformen sind, der Kutscher ist auch nicht mehr da oder der Setzer. Nehmen Sie mal, als ich hier in Gießen studiert habe, in der Zeit waren gerade die großen Streiks in den 80er Jahren, da war die Frankfurter Allgemeine, gab es mehrere Zeit nicht, der Streik gegen die neuen Druckverfahren. Natürlich setzt sich die Technik durch. Und man muss dann eine Übergangsfahrt definieren für diejenigen Menschen, die man dann mit ihren Kapazitäten da nicht mehr gebrauchen kann. Man muss mal woanders hin entwickeln und weiterentwickeln. Deswegen ist berufliche Bildung, Weiterbildung von so zentraler Bedeutung in einem dynamischen Strukturwandel. Aber wir können ja nicht sagen, ich lasse es jetzt bei dem alten Offset-Druck oder was auch immer und mache keine Digitalisierung und dann ist am Ende das ganze Geschäftsmodell hin. Also dieser Wandel ist ja nun etwas, was die Volkswirtschaft aushalten muss. Die eigentliche Frage ist, und das war die Sorge Anfang der 70er Jahre, führt der Strukturwandel in seiner Dynamik dazu, dass in der Summe mehr Arbeitsplätze verloren gehen, als neue entstehen. Das war in den 70er Jahren so. Das war auch der Hintergrund dann für die Entstehung der Angebotspolitik, weil man gemerkt hat, wir müssen mehr auf die Schnelligkeit von Investitionen setzen, damit neue Jobs entstehen. Und wenn wir uns mal anschauen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Die Erwerbsquote der 20- bis 64-Jährigen lag im Jahr 2000 irgendwie bei 65-66%. Sie liegt heute bei 80%. Das heißt, wir haben viel mehr Menschen in Arbeit gebracht und die jetzt gleich kritisch mir schreiben werden, aber zu schlechten Löhnen sagen, nein, ist leider falsch, die Aussage, oder Gott sei Dank falsch, zu guten Löhnen. Denn die Steuerquote ist so hoch wie noch nie. Die Steuerquote steigt ja aber nur bei guten Löhnen. Wenn das alles niedrige Löhne wäre, würde der Progressionseffekt des Steuersystems gar nicht zum Tragen kommen. Das heißt, wir haben Beschäftigung aufgebaut nach dieser Krise und nach den Reformen in einer Art und Weise, wie es auch, ich habe es ja vorhin gesagt, auch der rheinische Optimist nicht erwartet, aber gehofft hat, aber mit Sicherheit auch nicht erwartet hat. Und wir stellen fest, zu guten Löhnen. Jetzt müssen wir gucken, was ist mit denen, die nicht, aber das System ist kein System der Verschlechterung, sondern ein System, das auch immer wieder schwankt, aber vom Trend her, wenn wir es laufen lassen, gibt es uns neue Chancen. Ja. Kann, wenn wir bei Digitalisierung sind, das Thema positive Effekte aus der marktwirtschaftlichen Ordnung heraus, aus der sozialen Marktwirtschaft, durch so etwas wie, sagen wir mal, Datenschutzdebatten, die manche Prozesse ja verlangsamen, gefühlt zumindest behindert werden? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das muss man in Kauf nehmen oder ist vielleicht sogar ganz zwingend notwendig? Naja, das ist ja, jedes Schutzrecht hat ja eine Begründung. Die Frage ist immer, ob es richtig gut und umfassend kalibriert ist. Also wir haben ja offensichtlich gar keine Angst, Datenspuren permanent über unsere Smartphones hier zu hinterlassen. Und da ist ja viel versucht worden, also beispielsweise über die Datenschutzgrundverordnung in der EU, die auch beispielgebend für die Welt ist. Insofern ist der Datenschutz natürlich ein wichtiges Element, weil es etwas zu ihrer Sicherung ihrer individuellen Autonomie beiträgt. Wenn Sie wissen, Ihre Daten werden nur im gewünschten Sinne verwertet und nicht noch irgendwo anders und Sie kriegen dann, was weiß ich, für schräge Angebote oder Sie werden einfach auch, es wird investigativ bei Ihnen irgendwas nachgeforscht. Das darf natürlich nicht sein. Insofern, natürlich, also das wäre absurd zu sagen, nur weil Regulierung Zeit kostet, ist sie, weil nein, wir brauchen sie. Das ist ja gerade die Erkenntnis der Ordnungsökonomen. Wir brauchen eine kluge Ordnung des Staates, letztlich um den Markt dort wirksam werden zu lassen, wo er seinen Vorteil hat. Aber wir müssen in Randbereichen Ordnungsrecht walten lassen. Deswegen gibt es ja auch Verbote. Es gibt ja auch noch Strafzettel auf den Straßen. Das regelt ja auch nicht der Markt. Also insofern, der starke Staat weiß, was er tut an vielen Stellen. Und im Augenblick brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr Freiheit für Innovationen, weil wir ganz viele Lösungen brauchen, um den Emissionsgrad unseres Wirtschaftens zu. Nehmen Sie mal eine Zementfabrikation. Nicht? Ein Zementhersteller kann Ihnen sagen, dass er in etwa 5 Jahren diesen Prozess auch durchdrungen hat. Also bis dahin braucht er aber noch. Da wir aber den Baustoff noch irgendwie brauchen, ist die Frage, wie organisieren wir das? Wie finanzieren wir das? Ist da die Taxonomie hilfreich oder ist sie nicht hilfreich, wenn Banken im vorauseilenden Ordnungsamt nicht mehr finanzieren? Also das ist die eigentliche Frage, die Frage der Konsistenz unserer Ordnung. Nicht, dass es Ordnungen an sich gibt oder dass sie, natürlich, dann müssen wir auch bereit sein zu zahlen. Ist doch völlig klar.
Wenn wir mal auf sozusagen noch ein, zwei andere kurze Themenfelder springen. In unserem Flyer zum Beispiel, mit dem wir ja hier auch hausieren gegangen sind. Da habe ich mal gefragt, ist das der alte Bruder von Erhard, der in die Schulter gelehnt ist? Ja, aber da haben wir ja in der Tat auch das Thema soziale Ungleichheiten zum Beispiel thematisiert, explodierende Mietpreise, die man feststellt, Altersarmut und dergleichen mehr. Und unter anderem die Frage stellt, ist das eine Begleiterscheinung oder eine direkte Folge einer auf Wettbewerb und Wachstum ausgerichteten Wirtschaftslogik? Also erstens mal gibt es solche Situationen immer, weil kollektive Systeme nie den Einzelfall lösen können. Sie können immer nur den Durchschnitt adressieren. Jedes Gesetz kann nur eine Durchschnittslogik in den Blick nehmen. Sie kann nicht für jeden Einzelnen einen Sonderfall, eine Sonderantwort geben. Erster Punkt. Zweitens, habe ich vorhin gesagt, marktwirtschaftliche Ordnung, jeder macht mit. Jeder muss auch mitmachen können und dürfen und wollen. Also dürfen kann jeder. Können ist die Frage, ist unser Bildungssystem angemessen? Haben wir die Menschen so befähigt, dass sie zu einem gelingenden Leben ganz eigenmächtig diesen Weg beginnen können? Und da kann man im Augenblick viele Zweifel haben, weil das, was wir in der Pandemie so selbstverständlich unterbunden haben, mit Schulschließungen, mit Distanzunterricht, der überhaupt gar keinen großen Wert entfalten kann, das hat der Bildungsforscher Tenaut auch gerade nochmal beschrieben, da habe ich da große Zweifel. Das Verfassungsgericht hat ja in seinem Urteil im November, vom 18. November, beschrieben, dass es jetzt ein Recht auf Bildung gibt, und zwar ganzhaft gedacht. Das finde ich dann schon eine gute Ableitung. Da müssen wir nochmal die Politik und die Kultusministerin nachdenken, was das bedeutet. Aber das ist eine entscheidende Voraussetzung. Zweitens muss es immer die Möglichkeit des wiederholten Chancenaufnahmen geben, also die zweite Chance. Und dann ist es halt so, ich meine, es wird immer so selbstverständlich, kann man ja beliebiges Feuilleton aufmachen und auch die Abendnachrichten, dann wird irgendjemand befragt und sagt, die aufgehende Schere von Arm und Reich. Ja, die Schere von Arm und Reich geht aber schon seit etwa 15 Jahren nicht mehr auseinander. Nicht? Also die Armutsgefährdungsquote stabil, leicht rückläufig. Wenn ich mir den Gini-Koeffizienten anschaue, dann ist er durch unser Umverteilungssystem relativ robust für die Fachkenner bei 0,29. Er liegt bei 0,49 bei den Markteinkommen. Wir haben ein hochwirksames Umverteilungssystem, zeigt auch der Armuts- und Reichtumsbericht. Also der Niedriglohnsektor, der angestiegen ist in den späten 90er Jahren, ist seit 2005 stabil, zuletzt rückläufig. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist nach den Reformen 2005 um zwei Drittel verkürzt worden. Die ist jetzt leider wieder etwas angestiegen in der Pandemie. Also was ich damit einfach sagen will, wir sollten auch mal erstmal die Fakten anschauen, auch wenn es einigen ideologischen nicht in den Kram passt. Aber es ist kein Gesetz der permanenten Verschlechterung irgendwelcher Randgruppen, sondern der Staat gibt unverändert ein Drittel Präterpropter des Bruttoinlandsprodukts, da wälzt er um, sollte ich genauer sagen, über den Sozialhaushalt. Wir haben früher 20% Sozialhaushalt, das ist auch heute, vielleicht brauchen wir heute 30%, ich will das gar nicht bewerten, aber es kann hier nicht davon die Rede sein, dass der Staat etwas zu wenig tut oder zurückgeschnitten hat oder irgendwas kaputt spart. Auch unser Gesundheitssystem ist nicht kaputt gespart. Wir haben einen Überbesatz mit Krankenhäusern, mit vielen kleinen Krankenhäusern, die ihre Aufgaben gar nicht erfüllen können. Wir müssten ganz anders mit medizinischen Zentren umgehen. Und natürlich ist Medizin teuer, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie zurückgeschnitten worden ist, weil wir kein Geld da reingeben. Wir geben massiv Geld in dieses System und wenn Sie den Anteil am Bruttoinlandsprodukt nehmen, gibt es da auch gar keinen Hinweis. Wir haben auch noch nicht mal das teuerste der Welt. Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes, aber an vielen Stellen sind wir halt einfach auch schlecht, weil wir Begleitthemen nicht bewegen. Datenökonomie, wir haben ja über Daten aus anderen Gründen gesprochen. Die Datenökonomie des Gesundheitssystems ist eine schiere Katastrophe. Sie hatten ja vorhin auch formuliert, dass die Ökonomie selbst nicht vereinzelt gedacht werden darf, sondern zum Beispiel eingebettet sein muss in das Thema Politik und dergleichen. Jetzt würde ich mal stellvertretend für meine volkswirtschaftlichen Kollegen fragen, fehlt denn in der modernen VWL etwas oder muss da irgendetwas zusätzlich gedacht werden, wenn man das Fach in Richtung Zukunft aufstellt oder, sagen Sie alles vorhanden? Also ich will es mal so sagen, beziehe das jetzt mal auf Gießen, ne? Und wenn man eingeladen ist, darf man auch ein bisschen frech sein. Also es fehlt hier die Wirtschaftsgeschichte. Es klingt jetzt ein bisschen absurd, wenn Sie sagen, nach vorwärts denken. Aber das Denken nach vorwärts ergibt sich aus den Erfahrungen. Wir haben keine angemessene Theoriegeschichte und wir haben auch keine angemessene Wirtschaftsgeschichte, die sozusagen diese Einbettung des Ökonomischen in seine politisch-kulturellen und sozialen Voraussetzungen systematischer betrachtet. Dann ist jeder für sich unterwegs. Das sind noch alles tolle Themen und noch alles tolle Typen. Gar keine nicht die Frage. Aber sozusagen die Rückkopplung an solche Themen wie Zivilgesellschaft beispielsweise findet ökonomisch nicht statt.
Man wird ja als Ökonom geradezu in der Disziplin auch ein bisschen schräg angeguckt, wenn man dann in so einer Engagementberichtskommission, wie ich dreimal dabei war, mitmacht, sogar als Vorsitzender. Nein, auch wir Ökonomen, wir wissen doch, Transaktionskosten sind kein eindimensionales Konzept. Nicht nur Märkte lösen Transaktionskosten aus, deswegen gibt es Unternehmen, sondern es gibt Zivilgesellschaft, die auch ein Akteur ist. Wir müssen dieses Interagieren verstehen und besser begreifen. Und dann wird uns vielleicht manches leichter. Und das würde ich schon sagen, ist nicht so richtig da. Und was wir auch nicht wirklich gut können, das gilt aber generell, ist den Strukturwandel verstehen. Also die Makroökonomie ergeht sich in feinsten Modellen. Auch in der monetären Theorie sind wir großartig weitergekommen. Das ist alles eindrucksvoll. Aber die Durchdringung des Strukturwandels. Nehmen Sie mal so eine einfache Frage. Ich habe eben erwähnt, wir haben in Deutschland einen Industrieanteil von 22-23%. Der ist relativ robust seit 1995. In Großbritannien, in Frankreich, in den USA liegt der Industrieanteil bei 10 oder 11%. Warum eigentlich? Das können Sie theoretisch nicht begreifen. Das können Sie nur durch Fahrtabhängigkeiten erklären. Das hat was zu tun mit der Industrialisierungsphase im 19. Jahrhundert in 36 oder 35 Staaten des Deutschen Bundes, in ihren regionalen Wirtschaftskreisläufen. Das sind genau noch die Kreisläufe, die wir heute noch identifizieren können. Die Industrie findet ja in Deutschland nicht in den Großstädden statt, sondern im Wesentlichen in den Regionen. Die Cluster der Metall- und Elektronik sind regional gebündelt. So, und von solchen Fragen, da würde ich mir gerne mehr Beiträge aus der Ökonomie, das hat keinen Appeal. Das kann man auch nicht so gut internationalisieren, weil es immer konkret ist. Mhm. Auch die ganze Interessante ist ja, dass wir in der einen Unterschied oder eine Ausnahme ist die Regionalökonomik, wo in den letzten Jahren doch viel, wenn ich an David Autor und andere denke, auch Kollege Südekum, der in Düsseldorf das macht, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten, die Dinge einfach empirisch anders nochmal durchdrungen, aber auch theoretisch, weil wir sozusagen die Ungleichgewicht, aber dann brauche ich einfach die Bereitschaft, regionale Differenzierungen zu betrachten in einem Wirtschaftsraum. Und das ist ja erstmal von vielen auch schon gar kein, nicht von Interesse. Dann ist man mit Wanderungen verbunden, ähnlichen Dingen. Auch dann ist man natürlich sehr, sehr eng mit einer empirischen Herausforderung konfrontiert, die häufig in unterschiedlichen Ländern beantwortbar ist. Aber ich wüsste nicht, dass was fehlt, aber das wäre so Dinge, wo ich mir, wenn es ja alt genug, auch mal was wünschen darf. Mal gucken, ob ich es durchsetze. Genau. Vizepräsident ja da, vielleicht kriegen Sie ja zwei Stellen oder so. Das müssen wir vielleicht direkt so verhandeln, genau. Super. Dann vielleicht als Abschluss des heutigen Abends, Herr Hüther, unser Oberthema heißt ja Wirtschaft neu denken. Was wären denn Ihre drei Anregungen, von denen Sie sagen würden, in so eine Richtung kann man oder sollte man eine moderne Marktwirtschaft neu denken? Der erste Punkt ist, das Neue kann auch das Alte in sich tragen, nämlich es geht um die Freiheit. Freiheit des Einzelnen und seine Verantwortungsfähigkeit. Das ist für mich der zentrale Punkt. Das ist modern, das ist die moderne Welt seit 200 Jahren und das gehört für mich unverrückbar dazu. Zweiter Gedanke ist der berechtigterweise von Leggevi aufgerufen wurde, das Eingebettetsein des ökonomischen Denkens. Nur würde ich es vermutlich etwas breiter noch verstehen, als er es verstanden hat. Er ist ja eigentlich nur auf die Naturressourcenfrage bezogen. Die halte ich eigentlich gar nicht für so problematisch, weil wir die ständig einbringen und auch regulatorisch einbringen. Die sozialen Fragen und das politische und zivilgesellschaftlichen Fragen gehören ebenso dazu. Und vielleicht dann am Ende noch immer mitzudenken, dass bei allem, was neu ist, es uns doch immer darum geht, eigentlich in einer Welt des Wandels und der Restriktionen, die wir haben, Effizienzverluste zu vermeiden. Denn das wundert mich manchmal. Es rechtfertigen sich irre Subventionssysteme mit falschen Anreizen auf dem vermeintlich richtigen Weg. Das ist keine neu gedachte Ökonomie, das ist nur Verschwendung von Ressourcen. Und das gilt eigentlich auch immer. Also insofern, das Neue darf auch durchaus ein bisschen, selbstreflektiv sein. Mhm. Wenn Sie jetzt den einen Wunsch hätten, eine ganz konkrete Maßnahme oder einen Wunsch auszusprechen, egal ob in Richtung Regierung oder Unternehmen oder was auch immer, was wäre Ihr Wunsch, um vielleicht... Aktuell gibt es einen ganz klaren Wunsch. Diese Bundesregierung ignoriert die demografische Alterung und wir werden den Strukturwandel zur Klimaneutralität genau, dann sozusagen nur verstehen, wenn wir den anderen auch verstehen. Wir sind sozusagen in einer Doppelbelastung. Eine alternde Gesellschaft kostet Produktivität. Uns fehlen innovative Köpfe, uns fehlen einfach Menschen.
Und wie will ich denn in einem solchen Anpassungsprozess all das leisten, was ich leisten will? Also mein Wunsch wäre, diese ich hatte es angedeutet in der einen Folie, von Dekarbonisierung und demografischer Alterung ernst zu nehmen und nicht wegzudrängen, nur weil es einem unliebsam ist. Natürlich kein schönes Thema, wenn man den Leuten sagt, da müssen wir jetzt mal auch ableiten. Was heißt das denn, wenn es weniger Menschen gibt, die für die vielen Älteren jenseits der Altersgrenze was tun müssen? Dann müssen wir alle vielleicht mal ein bisschen mehr arbeiten, 2 Stunden mehr in der Woche. Das klingt nicht so schlimm, kann ich Sie gleich beruhigen, das machen die Schweizer nämlich. Die arbeiten im Schnitt über alle Erwerbstätigen weg 2 Stunden mehr als wir. Und die haben noch eine längere Lebenserwartung. Hängt wahrscheinlich mit den Bergen zusammen, aber ich behaupte mal, dass 2 Stunden mehr in der Woche, 100 Stunden im Jahr, wäre eine Antwort, um damit umzugehen, mit der demografischen Alterung bis Ende des Jahrzehnts. Vielen Dank, Herr Hüther. Dann vielen Dank auch nicht nur für die letzte Antwort, sondern insgesamt. Eine sehr spannende Diskussion, ein sehr spannender Vortrag. Ich hoffe, auch Ihnen zu Hause hat das soweit gefallen. Ich hoffe, Sie haben nicht nur heute Abend, sondern insgesamt in der Reihe einige Anregungen bekommen für das Thema Wirtschaft neu denken. Wir hatten ja in der Tat einige ganz unterschiedliche Perspektiven auch hierher drauf. Und wie Sie schon gehört haben, heute war es dann zumindest für dieses Mal, für dieses Semester das letzte Mal. Insofern schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, wir alle hier an der JLU hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, bei der nächsten Reihe. Und bis dahin Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und zunächst mal als Nahziel einen schönen Abend heute. Schönen guten Abend.